Brettspielfreunde, ja, wir haben heute was Großes vor. Ihr seht es schon, Nemesis liegt auf dem Tisch. Wir spielen gemeinsam Nemesis, wobei wir heute eigentlich euch das nicht vorspielen wollen, sondern, wie ihr wisst, Nemesis ist immer eine Geschichte, die erzählt wird. Man weiß eigentlich nie, was passiert. Es bleibt immer spannend. Das ist wie, als wenn man in den Film schaut. Und genau das haben wir auch vor. Wir wollen euch eigentlich das Spiel nicht vorspielen, sondern das Ganze versuchen, als Film darzustellen. So, als ob ihr Alien schaut oder Nemesis, den Film. Und mal sehen, ob es klappt. Ja, wenn ihr interessiert seid und sehen wollt, was daraus geworden ist, dann bleibt dran. Wir freuen uns auf euch. Ja, zurück. Schön, dass ihr dabei seid. Heute Nemesis und wir sind jetzt soweit. Wir werden jetzt gleich starten. Wir haben die einzelnen Personen verteilt. Yep. Ich übernehme den Captain und bin dementsprechend Dallas. Wir haben dann den Olaf als Wissenschaftler. Als Lambert. Genau, Lambert. Und dann haben wir noch zwei weitere Personen. Und wir rücken jetzt raus aus dem Bild. Genau, wir machen uns dünner. Ich bin Brad, der Mechaniker. Und ich, Ripley, die Aufklärerin. Wunderbar. Ripley. Ich bin cool. Nein, du bist tot. Und dementsprechend starten wir dann jetzt. Unzählige Male zuvor. Umgeben von Kalknebel erwachten wir im Krematorium, der Schlafsektion der Mitte des Schiffes. Wie üblich litten wir in der vorübergehenden Amnesie aufgrund der Hypergase und dem Kälteschlag. Wir kannten unseren Namen und hatten einige grundlegende Erinnerungen, aber wir wussten nicht mehr genau, wo wir waren und was wir tun sollten. Der Aufbau des Schiffes fühlte sich fremd an. Wir wussten, dass es irgendwo im hinteren Bereich drei Triebwerke gab und irgendwo vorne ein Koppel. Und zwar außerdem eingetrichtert worden, uns an die Position der beiden Rettungskapseln zu erinnern. Nur für den Fall, dass etwas wirklich schief laufen würde. Der Rest war verschwommen. Ja, Leute, mein Gott. Immer dieser beschissene Schlaf. Man wacht auf, man weiß nicht mehr viel. Wie geht's euch allen? Wie fühlt ihr euch? Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ja, wie kann das denn sein? Ach, verflucht. Stimmt, da war ja was. Ripley, was machen Sie denn da wieder? Noch nicht ganz wach, hm? Die Koordination funktioniert noch nicht ganz so gut, aber das wird. Das ist aber auch jedes Mal schrecklich. Vorerst mal einen Kaffee. Genau. Okay, Leute, wenn ich es richtig sehe, müssen wir uns erstmal verteilen und wieder zurechtfinden. Also ich weiß nicht, wo die verschiedenen Räume hier sind. Ich weiß nur, wir müssen zum Cockpit, um mal zu schauen, zu prüfen, ob wir den richtigen Weg noch fliegen, ob wir überhaupt an der richtigen Station jetzt sind. Und die Triebwerke sollten vielleicht auch mal geprüft werden. So viel kann ich mich noch erinnern. Fehlt nicht einer von uns? Stimmt. Waren wir nicht mal fünf? Wir waren mal fünf. Wo ist die Pilotin? Gefunden! Wo? Hier, ziemlich tot. Oder was auch immer das ist. Warte. Ja, sie ist tot. Also ich glaube, das soll so nicht sein. Das stimmt. Irgendwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein. Ich glaube nicht, dass es am Kälteschlaf lag. Besorgt mir einen Computer und ich finde die Scheiße hier raus, was los ist. Okay, dann lasst uns erstmal sie mitnehmen. Wer nimmt sie auf? Ich nehme sie mit. Wunderbar. Und dann, wir teilen uns auf. Ripley, sie zu den, zum Cockpit. Alles klar. Brad, ich gehe... Ich würde die Triebwerke überprüfen. Die Triebwerke. Und der Wissenschaftler hier, unser Parker. Ich komme mal mit zu den Triebwerken. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir in Zweiergruppen gehen. Gut. Dann getrennt ist immer gut. Dann gehe ich mit zum Cockpit. Aber ich kann mich an irgendwas erinnern, dass Gruppen immer zusammenbleiben sollten. Ich glaube, da war noch was, oder? Ich
habe schon mal Alien gesehen. Also eine Stellenbeschreibung stand ausdrücklich drin, immer zusammenbleiben. Also gut, also ich gehe dann mit nach vorne zum Cockpit, wir prüfen, wo wir hinfliegen und ihr geht zu den Triebwerken. Möge die Macht mit euch sein. Oh, halt, falscher Film. Gut, okay. Wo soll ich denn mal hin? Also ich mache jetzt erstmal ohne Sicherheit. Ne? Wir gehen einfach mal drauf los, oder? Hau rein. Hier rum? Nehmen wir den? Mhm. Ja. Okay. Da wir eh alle Räume nachher durch aufmachen müssen. Sorry. Aber die Karre... Ach ja, stimmt, da war auch was. Ja, wunderbar. Ja, dann gehen wir nicht da rum. Das sind schon mal drei, ne? Ja, Tür. Schon. Ja. Achso, schön, schon richtig auf drei, ne? Genau, Tür. Und oh, was für eine Kombi, ey. Das kann da weg, ne? Okay, lass mal dazu liegen. Okay, Leute, ich bin da schon mal in den ersten Raum und... Verdammt, wieso geht die Tür hinter mir zu? Du hast irgendwas ausgelöst. Ich bin auf jeden Fall hier in der Luftschleusensteuerung. Und ich glaube, ich werde den Raum gleich mal untersuchen, aber erstmal schauen wir mal, was hier so los ist. Hier gab es jetzt gerade irgendwelche Geräusche, aber gut. Auf meinem Scanner ist nichts zu sehen. Dann kümmern wir uns da später drum. Die Tür ist zu, wie unterhaltet ihr euch? Funk! Die Tür ist nicht so dicht. Sie hat da Löcher drin. Die 3 Meter dicke Stahltür ist nicht so dick. Ich sehe hier aber Risse drin, also ganz deutlich. Sieht zwar merkwürdig aus, ob das dazugehört, weiß ich nicht, aber... Ich bin Wissenschaftler, ich kann alles. Okay, dann werde ich den Raum mal hier durchsuchen und mal schauen, was wir da finden. Okay, Leute, ich habe hier Panzertape gefunden. Ich denke, vielleicht können wir das noch gut gebrauchen für späteren Zeitpunkt. Ripley, die Tür hinter dir zu, ich weiß nicht, ob sie aufkriegst, sonst müssen wir uns weiter trennen. Ich weiß nein, nicht, nein, wir können uns aber eventuell irgendwo wieder treffen. Okay. Vielleicht. Fängt ja schon gut an mit dem Trennen. Ich würde sagen, läuft bei uns. Ja. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Du bist in der Kantine. Ach so, ich kann das gar nicht sehen. Ne? Aber schön, dass da auch die Tür zugeht. Nein. Boah, fängt ja echt gut an, ey. Läuft bei uns. Ja, besser als Brände. Verdammt, schon wieder die Tür zugegangen. Was macht ihr, Leute? Hasta la vista, Baby. I'll be back. Ich könnte aber hier auch mal suchen. Suchen ist gut. Suchen ist eine gute Idee. Suchen ist eine gute Idee. Such mal den Schlüssel. Suchen ist immer gut. Was suchst du? Zwei grüne. Aber man kann. Die Geräusche kommen irgendwie aus der gleichen Richtung. Ja, das ist wohl wahr. Das hast du als Aufklärerin sehr gut bemerkt. Ich würde sagen, wir gehen hier lang, oder? Ja. Warum nicht? Ich gehe vor, du rollst hinterher. Ich wollte gerade sagen. Die Lukensteuerung. Dann lass mal Rock'n'Roll. Die Lukensteuerung, so. Also ihr lasst das mal liegen, ja? Schauen wir uns mal an, was hier so ist. Und, hast du was gefunden? Mein Werkzeug. Warum liegt dein Werkzeug in der Lukensteuerung? Das wüsste ich auch gern. Wieder liegen lassen. Aber bestimmt der Captain wieder ein. Ich kann euch hören. Funkgerät aus. Das heißt, ich zieh mal hinterher. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Das heißt, eine Karte muss dann weg, ne? Genau. Und du musst nicht würfeln, weil du ja genau. Im Raum gehst, wo einer ist, ne? Genau. Richtig. Welch ein Glück, momentan läuft. Das war geplant. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass der Rollstuhl immer quietscht. Du bist Mechaniker, dann Öl. Aber die Geräusche kommen aus einer anderen Richtung. Hey Mechaniker, magst du mich ölen? So, ich könnte mein Werkzeugkoffer ist leider kein Öl. Ich könnte nochmal suchen. Macht das Sinn? Suchen wir denn das Niveau? Das ist schon sehr tief gesungen. So Leute, meine Waffe kann ich auf jeden Fall wieder aufladen, wenn es mal dazu kommen sollte. Und dann werde ich mich jetzt noch mal einmal weiter bewegen. Rechnest du mit dem Schlimmsten? Nein, ist alles gut, nur weil da eine Leiche rumlag.
Bist du jetzt geschlichen oder bist du jetzt... Ist doch keiner auf die Idee gekommen, die Leiche mal näher zu untersuchen, woran sie eventuell gestorben sein könnte. Na, so wie sie aussah, war es eindeutig. Das ist sehr wahr. Warte, was habe ich nicht gemacht? Was denn? Der Kopf lag da, die Hände lagen dort, die Beine waren da hinten. Klassischer Unfall. Generatorraum und kaputt. Kaputt. Leute, der Raum hier ist kaputt. Da müssen wir erstmal reparieren. Braucht ihr Unterstützung? Willst du die doch ablegen? Der Generatorraum ist das hier übrigens. Starte, stopp die Selbstzerstörung. Könnte mal wichtig sein. Okay, und? Aber ich glaube, ich höre Geräusche. Oh, in der Lüftungsschächten. Nein! Aber diesmal aus der Lüftungsschacht gehört, aber es kommt alles in die gleiche Richtung, aus der gleichen Richtung. Okay. Verdammt, ich bin Wissenschaftler und kein Scouter. Ich gehe den Geräuschen nach. Okay. Wo bist du? In der Sicherheitszentrale. Finger weg von meinen Akten. Untersuch mal diesen seltsamen versteckten Ordner. Oh. Ja, oh. Das heißt, wir haben Kontakt. Hurra! Nicht. Ja. Also wir haben hier definitiv irgendwas, was hier rumschleicht. Hast du wieder Geräusche gehört? Hast du wieder Stimmen gehört? Also Stimmen war es jetzt vielleicht nicht, aber... War es vielleicht ein Quietschen, als würden Reifen auf Metall... Oh, hoppla, ich glaube, deine Luftschleuse ist gleich hinne. Sag mal, Ripley, hast du die Medikamente genommen, die ich dir gegeben habe? Moment, wir machen ein Wettrennen darum. Was hältst du davon? Ich bin Stella, meiner ist aufgemotzt. Okay. Ich kann dir Schraubenschlüssel in dich zwischen die Beine schmeißen. Nein. Komm, wir gehen noch einen weiter. Gehst direkt weiter? Ja. Nichts untersuchen? Nein. Okay. Mutig. Sehr mutig. Schleim. Oh oh, was ist passiert? Hier ist irgendein Zeug. Wieso, war Slimer wieder da? Ey, Geräusche, Scheinbar. Geräusche und Zeug. Das ist aber... Jetzt wär's, er schleimte mich voll. Du bist... Er hat mich voll geschleimt. Er sieht mich an, Ray. Es kommt auf mich zu, Ray. Vier Gegenstände. Kannst du eine Probe mit vonbringen? Zwei, gut. Der Wissenschaftler möchte eine Probe haben. Vielleicht trefft ihr euch mal. Vielleicht. Je nachdem. Ihr seid so laut. Wir haben Funk. Ja, das ist die Frage. Ich würde sagen, da war ja... Ich würde sagen, wir gehen rechts, dann können wir noch ausweichen zwischen da und da. Nee, ich würde tatsächlich hier hingehen, weil wir müssen ja alle Trieb... Oder ich würde halt zumindest mal zwei untersuchen und dann würden wir so rumlaufen. Ah ja, gut, da haben wir auch wieder die Räumlichkeiten. Genau, weil wir müssen ja alle Räume irgendwie aufdecken. Sorry! Gewinnt man im Koop-Modus auch nur zusammen oder kann man, wenn man sein Ziel erreicht hat, trotzdem alleine gewinnen? Ja. Wenn sie jetzt ihr ist, dann ist mir egal. Aber solange wir alle leben, sollte das Ziel sein. Wenn sie tot ist, brauchen wir das Ziel ja nicht mehr. Oh, haben wir da einen Hinweis? Ach, mir fällt ein, Ripley, eine jährliche Impfung steht noch aus. Nein, das ist schon unser gemeinsames Ziel. Einmal kaputt. Die Feuerlöschzentrale. Ein kaputt. Feuer oder? Feuerlösch, genau. Nee, also kaputt, aber das ist die Feuerlöschzentrale. Ich glaube, die sollten wir reparieren, auf jeden Fall. Das macht Sinn. Ja. Ich muss ja noch ablegen. Wie gut, dass der Mechaniker kaputte Räume entdeckt. Ja. Ich habe übrigens das Gefühl, dass ich ein Signal absetzen sollte. Warum noch immer? Drei. Immer so ein Diffusenbeinung. Mir fällt ein, die Wissenschaftsstation hat doch komische Proben gesammelt. Die sollten wir nochmal untersuchen. Weiß eigentlich jemand, wo ich das Signal absenken muss? An der Signalstation würde ich mal schwer behaupten. Da gibt es einen Raum, der ist sehr eindeutig benannt. Wie gut, dass wir den Horror sehr ernst nehmen. Ich wollte gar nicht sagen, würde ich den Horror will. Okay, wir spielen jetzt Mel Brooks, Nemesis. Ja, aber wo?
Also wenn jetzt gleich die Aliens in Strumpfhosen auftauchen. Und dann repariere ich diesen Raum. Sehr gut. Übertragungsraum ist es übrigens. Ja. Ja, ein sehr deutlich benutzter Raum. Sehr deutlich. So. Okay. Wie gut, dass der Mechaniker vorscoutet. Ja, ist auch gut, dass er schon mal reparieren kann. Mhm. Schade, dass du nicht bei mir im Raum bist, damit wir Motivation spielen können. Kann man bei einer Karte ziehen. Gehen. Zack. Zieh ich doch mal nach. Und ich könnte. Na gut, Feuer haben wir ja nicht, ne? Der Computer bringt ja gerade erstmal nichts. Hast du vorhin nur eine Aktion gemacht? Ja. Ach echt? Ich ziehe immer nur nach. Du hast ja schon alles ausgesucht. Obwohl, wir suchen könnten wir noch, ne? Wenn die Suche funktioniert, ist ja. Aber hast du nicht. Nö, habe ich nicht. Naja, vielleicht kommt die Zeit des Wissenschaftlers ja noch. Er ist repariert, ne? Du kannst den jetzt wieder benutzen. Also auch, na gut, okay, das Terminal bringt den ja dann noch. Habe ich ja gerade gesagt. Ja. Obwohl, ich könnte ein Feuer verursachen wieder löschen, damit ich denke. Du kannst aber natürlich auch schon weiterziehen, ne? Das wäre eine kleine schlechte Idee. Dann mache ich das doch mal. Der traut sich tatsächlich mal alleine nach vorne. Ja. Eben roll ich nach vorne. Das heißt, einmal ein Würfel, ne? Mhm. Vielen Dank. Nur so, natürlich. Oh, mit dem Rollstuhl. Rollstuhl, keine Geräusche. Das ist der Unterschied zwischen Intelligenz und Muskeln. Sehr gut. Nur weil er den Belag da ausgebessert hat. Mein Rollstuhl quietscht nicht. Flüsterboden eingebaut. Nein, ich habe spezielle Slicer Silence Gummireifen. Oh. Hergestellt von Wayne's Corp. Hast du noch die Möglichkeit, irgendwie zu untersuchen? Ja, ne? Nein. Komm, ich. Bist du da eine Runde länger dran? Ich gehe in den nächsten Raum. Ich hab's geschafft. Ich bin im Cockpit. Hurra. Ui, toll. Also vielleicht, eventuell, sollten wir ein bisschen leiser sein. Ja, ich habe schon wieder hinter mir diesmal gehört. Warum das denn? Eben waren die Geräusche vor mir, jetzt sind sie hinter mir. Na gut. Irgendwas scheint auf jeden Fall in der Nähe zu sein. Nee, du machst ja den Lärm. Ach, ich mach den Lärm? Ja, das ist der Lärm, den man selber macht. Ach, ich habe gedacht, da kommt ja auch anders Geräusche her. Nee. Das okay, Leute, ich war's. Und wo kommt der Lärm an der Luftschleuse? Ich wollte gerade sagen, wo kommt der denn her? Du machst Lärm in die Luftschleuse. Ach so. Ja, das ist, da hört quasi der Xeno das. Ich finde die andere Version schöner. Also, auf jeden Fall sind Geräusche entstanden. Ich bin auf jeden Fall im Cockpit, wir können, glaube ich, gleich mal gucken, ob wir die Jetzt Richtung zerstört Erde meine Illusion und Träume. Oder wollen wir gar nicht Richtung Sonst Erde. Würde doch diese Spezialaktion vorsichtig bewegen. Ja, du läufst ja leise und das Alien hört dich ja. Ja, eben, genau. Okay. Okay. Macht ja eigentlich Sinn. Nein. Wie beim Spiel Alien Isolation, ne? Wenn du dich leise bewegst, dann hört dich das Alien ja auch nicht. Ja, aber du darfst ja aussuchen, wo der Lärmmarker dann hinkommt. Du musst ja auswürfeln. Nee, bei vorsichtig bewegen. Ach ja, nein. Ich gehe jetzt auf jeden Fall auch ins Cockpit, wenn das okay ist. Ja, da war was. Okay, da sind wir wieder vereint. Sehr gut. Ich glaube, wir haben 50% der Räume. Nachdem wir das ganze Raumschiff aufgeweckt haben. Also auf jeden Fall Geräusche haben wir gemacht. Apropos aufgeweckt, wo ist denn die restliche Crew? Ich dachte, wir wären nur zu sechs. Was brauchen wir denn noch? Einer ist tot und wir sind zu weg. Aber was waren 7 Schlafkammern? Ja, ein bisschen was muss man ja mal zur Auswahl haben. Die schlafen noch. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier vorne im Cockpit. Und können erstmal nicht viel machen. Ja, genau. Wir können rausgucken. Würfel brauchtest du ja nicht, ne? Genau, weil du reinkommst bei mir. Und du kannst jetzt auch kein Cockpit untersuchen. Okay. Ereignisphase, das ist eine Zeitmarke vorrücken. Ja, genau. Bada-bam. Xeno-Angriffe ausführen, haben wir keine. Noch nicht. Xeno-Feuerschaden haben wir auch keine. Noch nicht. Und jetzt kommt die scheiß Ereigniskarte. Kommt der zuerst die Ereigniskarte? Ja, steht hier. Nicht die Ausbreitung zuerst? Nee, Ereigniskarte ziehen und abhandeln. Ja. Szene Ausbreitung. Okay. Ereigniskarte geht ja noch. Ja. Wir haben noch nichts da, also hätte es schon mal eine gute Auswahl gegeben. Sag mal. Da war so gut wie alles dabei. Das Nest.
das Nest. Falls das Nest erkundet ist, platziert ein Geräuschmarker in jedem Korridor, der mit dem Nest verbunden ist und noch keinen Geräuschmarker enthält. Ja. Ich sage, das Nest ist hier. Also passiert ist Gott sei Dank momentan nicht viel. Haben wir jetzt abgehandelt? Eine Xeno-Auswahl. Zieht ein Plättchen aus dem Xeno-Beutel. Wer möchte den gern? Der Stammspieler. Echt? Ja. Immer der fragt. Da kann man dir die Schuld in die Schuhe schieben. Ja. Bei mir nie reifen. Das war ein Jäger. Und Jäger heißt Jäger in Reihenfolge für jeder Charakter, der nicht im Kampf seine Geräuschprobe aus. Also alle. Scheiße. Angefangen bei dir. Eins. Nein! Wir kriegen direkt einen. Da brauchst du ja gar nicht mehr würfeln, oder? Bam, bam, bam. Oh, ne Larve! Ja, guck mal. Und da musst du mit deinen übrigen Handkarten vergleichen. Aber das ja, war bei... da habe ich schon verloren. Nee, nee, wieso? Du, hast... ja, ich... du kriegst sie nee, direkt. Ich hab keine. Du hast gar keine mehr? Nein, nein. Dann kriegst du die Larve direkt. Ja. Die macht einen Überraschungs. Okay, Leute, hier kommt irgendwas komisch angekrochen und. Ich habe irgendwas an mir heften. Dann mach's doch ab! Es lässt sich aber irgendwie nicht lösen. Es sieht aus wie eine Larve. Das ist ziemlich eklig. Es ist, ja, gut, dass du siehst. Hättest du sie aufhalten können? Wie denn? Ich bin ganz begeistert, wie gut du die Anatomie dieser dir unbekannten Spezies kennst. Naja. Für eine Larve sah für mich auf jeden Fall wie eine Larve aus. Ja. Mhm. Genau. Die kommen dann schon weg. Die kommen weg. Können mich alle weg, oder? Alle. Ja. Genau, das ist ja schon mal Glück wieder. Hooray! Die Eins wieder. So, da du Glück hattest. Eins. Ich habe auch Glück. Ich habe am meisten Glück. Ja. Wobei, du hast den... Du hast ja. Den. Ah, dann würfel. Sei wahr. Keine 4 oder 3. Ja. Oh. Ja. Ist das ätzend. Dann darfst du ziehen. Ich darf ziehen. Kommt der hier eigentlich wieder rein? Nee, die kommt zu dir. Also die bleibt im Prinzip draußen liegen. Ach so. Ja. Oh Mann, pass auf, jetzt ziehe ich die Königin. Und erst wenn sie getötet wird, käme sie weg. Boah. Und dann aber, wieder in den Beutel raus? Aber ein Alien, das zum Beispiel flüchten würde, das käme nochmal in den Beutel. Ja. Ta-ta-ta! Nichts! Ja. Seht ihr? Nichts! Ich habe nichts gezogen. Leute, ich habe rein gar nichts zu verkaufen. Intelligenz. Ja. Da ist leise so. Reifen. Wow. Was? Auf jeden Fall habe ich was Reise bei mir. Reifen? Leute. Leise Reifen, Reise. Leute, ich habe auf jeden Fall jetzt was bei mir. Geht gut los, ihr macht doch die ganze Zeit schon Krach für 10. Und guck mal, wie leise wir hier sind mit unseren Stealth-Reifen, ja, und Schuhen. Ja. Der Charakter kann über mehrere Wege versuchen, seine Konventionskarten loszuwerden. Durch die Aktionskarte ausruhen, also Raumaktion Kantine, Chirurgie und den Duschraum. Oder durch ein Gegenmittel. Ja. Aber die Larve selbst wirst du nur in der Chirurgie los. Okay. Okay, Leute, ich glaube, wie gesagt, ich müsste mich irgendwo mal hinbewegen, vielleicht in die Chirurgie, um vielleicht wenn mal zu schauen, dass das Zeug hier loszuwerden. Ja, warum vergessen wir auch alles? Das sind die Nachwirkungen des Hyperschlafes. Ja, ich erinnere mich. Ach, daran erinnerst du dich, aber mein Geburtstag kannst du vergessen. Klugscheißer mag keiner. Du magst mich doch. Was? Nehmt euch ein Zimmer, verdammt noch eins. Okay, Röpide. Schauen Sie mal, wo wir hinfliegen. Ich habe momentan andere Probleme. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Wo fliegen wir denn hin? Wir fliegen... Oh, nicht zur Erde. Wohin? Was ist denn angezeigt? Zum Mars. Zum Mars. Ja, das machen wir erst, glaube ich, später in Folge. Ich glaube, das ist erst 2021. Kannst du es umprogrammieren? Okidoki. Dann tue ich das. Okidoki. Installation complete. Ich bringe zur Erde, aber dann passe ich auch direkt. Aber ihr nehmt mich hoffentlich mit zur Erde, egal was ich da in mir habe. Ja, natürlich nehmen wir dich mit. Selbstverständlich. Also, ich kann dir sagen, auf mich kannst du zählen. Bevor du dieses Ding mitnimmst, erschieße ich dich. Aber ich bin dein Captain. Wahr. Also, oh. Mein Captain. Ich bin immer so. Zu zweit. Ich würde. Also wir sind viele. Wir stehen hinter dir. Weit, weit hinter dir. Auf der anderen Seite der Rettungskapsel. Klick. Ich würde jetzt erst nochmal suchen hier. Stelle ich einen Gegenstand her. Und zwar einen Flammenwerfer. Sehr cool. Das habe ich noch nie gemacht. Stimmt, wir haben noch nie Gegenstände hergestellt. Soll ich dir sagen, wir vergessen das nämlich auch jedes Mal. Ja.
dass ja dieses Schöne funktioniert. Und einmal Flammenwerfer. Weil, den hatte ich auch noch nie. Herkömmliche Waffe. Ja, ja, wirf die Leiche da ab. Leg die Leiche da hin. Ja, aber dann muss er sie holen kommen. Jo. Das ist natürlich das Schlimmste, oder? Ja, das machen wir auch so. Ich werf die ab. Und dann ich werf die ab. Und dann kannst sie sowieso, kannst sie so über ja, dich leben. Ja, eben. Das ist doch viel einfacher. Er kann doch fahren. Quatsch. Ich pack den auf mein Gestell. Du schleppst dich da kaputt da und er kann dann mit vier Munition damit. Ich füge immer mindestens einen Schaden zu. Nett. Boah. Es sei denn, ich würfel die leere Seite. Und bei zwei Treffern platziere ich Feuermarker in dem Raum. Zum Glück haben wir die Feuerleitzentrale in der Nähe. Ja. Ja, noch brauchen wir noch. Noch nicht anmachen. Es gibt noch keinen Grund. Kanada, ja, Amerika. Halte den unter Kontrolle. Das war erstmal mein Zug. Jetzt müsstest du, aber das ist auch doof, da musst du zurück und musst nochmal dahin. Ich kann ja, erstmal das Triebwerk doch. Genau. Mitsuchen war das da, oder? Ja. Suchenkarte? Ja. Es macht dann aber erschreckend viel Sinn, dass der Mechaniker einen Flammenwerfer hat. Ja. Der Einzige, der das bauen kann. Genau. Also, mit Suchen das Triebwerk aktivieren, ne? Oder gucken, war das doch, ne? Du kannst dir, also du holst im Prinzip die oberste, holst dir jetzt runter, da siehst du ja dann drauf, was da steht. Und das, was oben ist, gilt ja. Und dann kannst du dir ableiten. Nee, musst du da nicht zwei Karten ablegen? Null. Nee, das ist nicht suchen. Du musst zwei, das ist eine Raumkarte. Ach so, eine Raumkarte, okay. Ah, okay, da darfst du doch nicht suchen. Ubala. Dann kannst du eine andere. Cool, dann kann ich die Suchenkarte ja behalten im Endeffekt. Dann kannst zwei andere Karten ablegen. Ja, geil. Zwei Karten ablegen, genau. Und dann kannst du dann schauen und dann kannst du auch dann nehmen wir doch mal die Zerstörenkarte weg und erstmal ausruhen. Das brauche ich ja hoffentlich erstmal nicht. Und schon klack, erste Wunde. Und dann, das heißt einfach auf verdeckt. Und dann einfach spielen, direkt wieder drauf. Ja, wir spielen kooperativ. Aber da wir ja kooperativ spielen, kannst du es aufdecken. Ja, weil das ist nämlich. Juhu! Und Leute, wie sieht's aus? Triebwerk in Ordnung? Hä? Da so, legst du doch nochmal drauf. Meine Güte, was für ein dämliches Ding so. Ja, das Triebwerk ist hier in Ordnung. Sehr schön. Rollst du dann mal zurück und holst dir die Leiche? Wo weißt du, dass die Leiche da liegt? Weil er es gesagt hat eben im Funk, dass er sie da hinführt. Ich hab den Funk wieder ausgeschaltet. Ups. Gedankenübertragung. Das kommt durch. Die Larve macht komische Sachen mit dir. Die Larve kann mir auf jeden Fall vieles sagen. Das kommt durch das Ding. Das Ding. Dann gib mir mal die Lottozahl für heute durch. Achso, dann bin ich dran. Das war meine erste Aktion, ne? Mhm. Das heißt, ich könnte ja eigentlich ja wieder zurück. Genau, und vor allem, du brauchst nämlich keine Geräusche machen. Richtig, ja, dann mache ich das doch. Und das Aufheben kostet, glaube ich, auch keine Aktion, ne? Nee? Doch, schweres Objekt hier. Nee, ich meine. Schweres Objekt. Ist die Leiche ein schweres Objekt? Ja, die Leiche ist ein schweres Objekt. Aber Leichtband dann erstmal, ja. Habe ich schon meine. Du hast ja auch zwei Aktionen gemacht jetzt, ne? Genau. Genau, dann werde ich mal, glaube ich, weiterlaufen. Und werde mich mal auf die Suche begeben. Die Chirurgie muss irgendwo außen sein. Wahrscheinlich hier. Ja. Also Ripley, ich habe das Gefühl, ich sollte mal ein bisschen schleichen. Ich glaube, ich war in letzter Zeit doch ein bisschen zu laut. Oder sollte ich vielleicht mal dieses komische... Kann ich die eigentlich jederzeit oder muss ich die auf der Hand haben, dass ich die prüfen kann? Da würde denn da spezielle Karten und Aktionen. Ja, ich habe die Ausrüstung. Ich habe die Ausrüstung. Musst du auf der Hand haben. Das, was da steht, was steht denn da? Scanne alle Konventionskarten auf deiner Hand, ja. Auf deiner Hand. Manchmal macht das Sinn. Manchmal. Okay, Leute, ich werde mal ein bisschen schleichen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich zuletzt ein wenig laut war. Ach, wie kommst du denn darauf, Miss Larventräger? Ich habe das Labor gefunden. Eins. Und nichts passiert. Oh, da müssen wir die Leiche hinbringen. Leute, ich habe hier das funktionsfähige Labor gefunden. Hatten wir nicht irgendwas bei uns, was wir dafür bräuchten? Die Leiche, die bei mir liegt. Okay. Kann man die über den Computer bei dir anschließen? Die Leiche. Warte, ich rufe mal Kabel raus, stecke mal Bolzen in den Hals und dann gucken wir mal weiter. Ja, irgendein Charakter kann ja, die Raumaktionen von anderen Räumen benutzen. Ja. Sie ist der Meister. Wenn die mit Computer verbunden sind. Ja. Ich könnte jetzt erstmal schon direkt weiterlaufen. Das war der Holocomputer, ne? Hm. Oder soll ich... Ah, hast du noch nicht entdeckt, ne? Aktiviere diesen Gegenstand im Generatorraum.
Okay, dann weißt du auf jeden Fall, wo die Leiche hin muss. Nee, war das nicht eine Handkarte? Ja, aber die habe ich leider, die habe ich schon. Achso, okay, dann führe ich doch gleich nochmal. Ja, ich muss eh gleich nochmal mischen, habe ich nur noch. Ripley, hast du dich schon wieder schlafen gelegt oder kannst du noch? Ich kann leider nicht mehr. Okay. Ich habe das Ziel geändert. Achso, okay. Ja, ich bin keine Pilotin, ich musste erst mal gucken, wie. Achso. Ja, dann hätte ich sonst hier vorgeschlagen, du schleichst hinter mir her, dann bräuchtest du keine Geräusche machen. Aber so würde ich einfach sagen, ich gehe mal weiter. Und schleich dich. So ein Leichenlauf. Und zwar in die Kantine. Gönn dir ein bisschen, steht hier an der Wand. Wer hat da wieder rangepinselt? Das war die Pilotin. Wo ist denn der Duschraum? Haben wir den Duschraum schon gefunden? Wieso? Stinkst du? Sie Nein, aber ich bin immer vollgeschleimt. Sie sieht eigentlich komisch aus. Ich habe vier in mir und sie sieht komisch aus. Also eigentlich hast du für die Räume eigentlich gewürfelt? Da war nichts. Da ich bin doch geschlichen. Nichts. Ja. Ich bin geschlichen, da nur zwei Karten gelegt. Ja, ja. Okay. Dann. Ripley, ich habe mal wieder ein bisschen Geräusche gemacht. Schatz, Captain. Ich bin tatsächlich erstaunt, wie wenig Geräusche wir gemacht haben. Sehr ungewöhnlich. Wir sind intelligent. Ja. Ich sag doch mal, der Stealth-Reifen von WayneTech. Aber ich glaube, dass ich dann mich jetzt auch erstmal ein bisschen hier... Und ich muss was sagen. Ich bin Batman. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal hier ein bisschen mit dem Essen beschäftigen. Das ist eher Oracle. Ich werde mich bestimmt nicht Batgirl nennen. Was nicht? Auch nicht. So. Dann ist jetzt der Mechaniker dran. Ja, ich habe gepasst. Ah, du hast gepasst, okay. Endlich kann ich immer in Ruhe alleine essen. Wow. Wir sind alle stolz auf dich, Captain. Also wollen wir ich habe auf jeden Fall Hunger für zwei. Wollen wir unseren Plan grundsätzlich weiterverfolgen? Ja, ich würde vorschlagen, ich würde erstmal die Leiche gleich begutachten. Dann begutacht doch gleich die Leiche und komm dann in diesen Raum nach. Und ich gehe da jetzt erstmal hin. Ist das eine Idee? Ja. Und warum bin ich denn überhaupt vorgegangen? Dann gehe ich... Ja, da wusste ich nicht, dass ich da den Flammenwerfer herstelle. Dann gehe ich jetzt mal da hin. Ganz normal. 3. Lüftungsschächte. Ja, Lüftungsschächte. Aber da liegt ja nichts. Noch nichts. Okay, und dann passe ich. Gut, ich untersuche mit der Karte die nette Leiche. Das heißt, eine Xenos... Das war eine Karte zusätzlich. Genau, eine zusätzlich. Yay. Dann kannst du gar nicht nachrücken. Nein. Das ist egal, das ist die Xenos. Die Leiche, du untersuchst die Leiche? Ich untersuche die Leiche. Ach, warte mal, ich muss das hier anschließen und das da anschließen und den Computer damit vernetzen und mit meinem Handscanner drüber gehen. Ja, er ist tot. Wow! Welche Erkenntnis! Okay, du hast was untersuchst, dann was ist das Ergebnis? Ah, da kommt die weg, oder? Die Leiche? Ja. Nee, lass sie liegen. Sie liegt schon. Ah, er wurde gebissen von irgendeiner unbekannten Spezies. Also, so einen Biss habe ich noch nie gesehen und der. Hat sich auch massiv gewehrt, aber seine Wunden und Bissspuren, das hat er beim besten Willen nicht überlebt. Wie man sieht. Deswegen die Löcher in seinem Körper. In ihrem Körper. Wir sprachen von der Pilotin. Auch wenn sie vielleicht männlich ist. Greift ein Jäger mit einem Biss an, fügt er eine leichte Wunde zu, statt einer schweren. Ich glaube... Aber ich, je nachdem, was es ist, ich könnte vielleicht was deichseln, dass es nicht mehr so tödlich sein wird. Erfind mal. Genau, bastel mal. Ich Wissenschaftler rum. Dann sind wir wieder mal... Bandcomputer, anwerfen! Tick, tack, tick, tack. Weh, du ziehst schlecht. Übrigens können wir jetzt Zonskarte scannen, mache ich lieber noch nicht. Ne? Erstmal die Larve loswerden. Ne? Weil wenn ich den zweiten jetzt, wenn ich infiziert bin, mich hin. Also, okay, also das ist wichtig, ja. Es wären nur Jäger und die Brut. Okay, da passiert schon nichts. Hm. Okay, geschlüpft. Also wir haben ja zum Glück kein Ei. Noch nicht. Jeder Charakter, der sich im Nest befindet und dessen Spieler keine Karte auf der Hand hat, wird von einer Larve befallen. Ach, fickt euch! Moment! Warte, stopp! Warte! Falls kein Charakter befallen ist, legt das Larvenplättchen in den Xenobeutel. Aber einer ist doch befallen. Ja, er ist doch. Aber wir haben doch kein Nest.
Das geht ja nur, wenn das Nest da ist. Ah, dann fickt euch nicht. Oder vielleicht später, ich weiß es nicht. Ja, mach. Zieh's durch, hau rein. Kommt eh die Mutti, pass auf. Na. Diego. Ja, fang mal an. Boah. Ist nicht der in der Ernst. Naja, aber es ist ja zumindest schon mal nichts passiert. Ach, Jäger muss jeder, ne? War das so? Ja. Du darfst. Ripley, du ich musst nur Geräusche. Ich hab nur die zwei, ne? Und wieder Geräusche gemacht. Was ist denn los? Du bist da oben. Nicht da oben. Ah, stimmt. Du hast aber trotzdem einen. Genau. Die Luftschleuse. Ah, okay. Ja, okay. Ich höre da irgendwelche Geräusche. Kommt da irgendwas an? Wie hörst du das da unten? Durch die Lüftungsschacht. Er hat einen Symbionten. Oh, das ist doch nicht wahr. Wir spielen kooperativ, ihr solltet euch freuen. Stimmt, irgendwas ist nicht wahr. Jetzt muss ich noch würfeln, ne? Oder ziehen? Irgendwas stimmt. Eier, Eier, du musst ja erstmal würfeln. Ich muss erstmal würfeln, bevor ich ziehe. Oh ja. Eine 4. Das heißt, ich darf ziehen, ne? Also, da sagt man jetzt, verdammt, und nicht. Haha. Genau. Nein, hör auf, ey, das ist doch nicht normal. Boah, da hast du nur eine davon drin, oder? Und ich hab noch geschüttelt hier. Ich hab hier noch geschüttelt, wie blöder. Intelligenz. Tja. Also die Langweiler sind am Triebwerk. Das gibt's echt nicht. Das ist. Ja. Ich glaube, wir kommen lebend durch, im Gegensatz zu unserem glorreichen Captain. Boah, ja, der Captain darf ja noch. Ah, stimmt, du musst ja auch noch. Einmal würfeln. Ich esse gerade noch für zwei. Oh. Ja, schön. Ah, ja. Okay. Ja, gut. Dann da, ne? Ja, das war's. Ach, da noch. Na gut, gibt Schlimmeres. Ach so, dann genau. Das wieder weg. Der frisst, guck mal, der schmatzt so laut, dass hier Geräusche erzeugt. Ja, genau. Mir ist schon wieder das Besteck hingefallen. Und der Teller kann ich nicht. Und der Topf. Und der ganze Schrank kann da. Und überhaupt. Hier klackt Knisterfolie. Das Spiel soll ja eigentlich so eine bedrohliche Stimmung aufbauen. Ja, kommt noch. Ist sehr bedrohlich. Kommt noch. Normalerweise schafft das Spiel auch. Ja, stimmt. Aber nicht, wenn vier Chaoten übermüdet hier rumhocken. Das ist hart. Das kommt noch. Wir haben noch keine Viecher da. Ja, stimmt. Ich dachte, wir sitzen hier am Tisch. Wir sollten die Türen nicht öffnen. Guter Plan. Okay, ich bin Startspieler, ne? Aber wir haben die Rettungskapsel. Ja. Nicht mehr lange. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil ich eigentlich, wäre es mir lieber, wenn du... So, ihr... Aber dann kannst du, wenn ich hier hinrücke, kannst du gleich dahin... Genau, dann kann ich den Weg genau richtig. ...ohne Geräusch zu machen, weil dahin sollte ja jetzt nichts passieren. Achso, wirst du da Karte noch nachziehen, ne? Ja, genau. Und jetzt muss ich hier mischen. Also ein, zwei habe ich schon mal. Ach, ist das dein Ernst? Jetzt kann ich reparieren. Ja, das ist alles sehr gut. Verdammt. Das Nest. Ach nein. Nimm ein Ei. Ja, brauchen wir sogar. Lass mal. Und die Tür geht zu? Ist nicht. Obwohl, die kann ich zerstören. Ja, ich auch. Das ist nicht das Problem. Dann würde ich aber jetzt als allererstes mal den Systemzugriff machen. Oh mein Gott. Die Spirale des Todes. Ich weiß nicht, was das mal für ein Raum war, aber jetzt ist es dieser Raum jedenfalls nicht mehr. Ich kann dir leider nicht helfen. Irgendwas steht zwischen uns. Hier sind so. Hier sind so. Wo willst du das wissen? Komische, wabernde Dinger. So, ich mach jetzt mal meinen Systemzugriff. Also, was ist bei dir da drin? Komisches Zeug, ja? Eier. Eier? Oh, ich habe hier sowas bei mir, was vielleicht davon stammen könnte. Ich glaube, das sind die Eier von irgendwas, was uns noch nicht begegnet ist. Hast du mal Alien gesehen? Nein, aber Spaceballs. Ess ja nicht das Müsli. Ja, ich führe den Systemzugriff durch und öffne die. Cool. Die ist nicht zerstört, die ist geöffnet. Mm. Und dann waren das meine zwei Aktionen. Das heißt, dann bin ich an der Reihe, ne?
Das heißt, eine Aktion zum Gehen. Mhm. Dann hier oder hier? Kannst du jetzt aussuchen. Das ist eigentlich vollkommen egal, ne? Mhm. Geräuschmarker haben wir nur so, ne? Ja. Ich würde sagen hier unten, weil wenn hier Geräuschmarker hinkommen, ist das nicht so schlimm wie wenn hier. Ja, ja, wegen dem Rückweg, genau. Weil hier müssen wir nicht mehr hin. Ne, eben, aber da vielleicht eventuell. Ja. Ja. Dann? Dann einmal. Musste nicht irgendjemand das Nest zerstören? Ich nicht. Oh ja, ich, genau. Setze ein Signal ab und das Nest muss zerstört sein. Wir müssen das Nest zerstören. Alle Eier rausgeholt werden, ne? Genau. Echt? Mhm. Mhm. Und ja, oder kaputt oder zerstört werden. Du kannst ja kaputt schießen. Oh, Kralle. Zerstört. Ja, dann verteilen wir. Ah, deswegen ein Ei ins Nest. Wie viel brauchst du? Eins. Vier, ne? Ja. Also das heißt, dann kommt ja einer hier hin, weil ich ja hier drinne war. Nee. Ich bin ja von da nach da. Hattest du die jetzt von der Tafel geholt? Also kommt hier einer hin, ne? Genau, und in eins noch einer hin. Sind so viele Eier im Spiel? Nee, fünf. Da. Nein, die hab ich jetzt wieder drin. Achso. Ja, den fünf. Brauchen wir nicht. Der okay, jetzt habe ich sie da drauf. Fünf. Stimmt, ja. Weil Luftschacht ist... Ja. Also jetzt fünf, fünf Eier, ne? Gut. Sind das schwere? Ja. Ja, du kannst aber auch kaputt machen, dann müssen wir nicht rausholen. Ja, eins müssen wir noch mitnehmen. Kannst du anzünden, oder? Anzünden eins können wir mitnehmen auch. Wir können genau. Das anzünden. Wir brauchen noch ein Ei wegen der Forschung. Ja, aber wie kannst du das Nest anzünden? Mit einem Flammenwerfer. Mit einem Flammenwerfer? Genau, ich glaube, du hast da was gemacht. Du kannst doch Feuer in der Feuerlöschzentrale, kannst du das genau? Nee, das ist ja nur zum Löschen. Du kannst auch Feuer machen, aber das Feuer müssen wir dann noch wieder löschen, sonst greift das ja um sich. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt diese zwei Treffer lande, dann sind das glaube ich zwei Treffer und das Ding steht in Flammen. Hm. Mhm. Zerstöre eine geschlossene Tür in einem Korridor mit einem Raum verbunden. Das wäre ein Fehlfunktionsmarker in dem Raum. Kann ich irgendwo hier Feuer hinlegen? Zack. Ach du Heilige! Scheiße. Aber sowas von! Leute, ich weiß nicht, was da bei euch ist, aber vielleicht solltet ihr machen, dass ihr rauskommt oder... Ja, aber ich nehme gleich... Versucht es loszuwerden. Wir brauchen es nicht auf diesem Schiff. Das waren jetzt meine zwei Aktionen, ne? Eins, zwei. Mhm. Ja, aber ein Exemplar nehme ich mit. Ja. Für die Forschung. Macht das. Gute Idee. Ja, wir müssen ja wissen, wo wir es mit zu tun haben. Ja. Ja, ich kann dir helfen. Ich habe eins bei mir. Aber ich heb ein Ei auf. Das Ding ist, wenn wir da wirklich Feuer machen wollen, dann musst du da raus. Das heißt, ich muss eine Karte nehmen zum Aufheben und eine Karte zum Rausgehen, richtig? Genau. Ja, gut, dann mache ich da. Ja, dann bleibt nichts. Da habe ich immer noch eine Karte übrig, ja. Okay. Ich bin nicht ganz über unüberrascht. Nicht so wie er hier, unser Captain. Hm? Was war? Wer? Der mit einem Ei. Parker? Löcher in den Reifen? Ich habe keinen Gegenstand. Damn. Du musst noch deine Karten ziehen oder hast du schon alle? Ah. Also ich werde mich mal aus der Kantine rausschleichen und mal schauen, was wir hier am Ende des Ganges noch finden. Ich bräuchte die Wissenschaftsstation mit einem Computer. Und ich habe gefunden, Evakuierungsbereich. Naja, da können wir zumindest mal in die Rettungskapseln rein. Und das Ganze... ist defekt. Läuft. Funktioniert überhaupt irgendwas auf diesem Scheißschiff? Wie viele kaputte Räume haben wir eigentlich inzwischen? Wir sollten vielleicht mal anfangen zu reparieren. Zwei. Okay. Aber du bist vorsichtig gegangen, ne? Ja, ich muss noch einen Marker. Das habe ich mal sicherheitshalber gemacht, dann kann ich jetzt eigentlich nur da einlegen. Mhm. Und. Nein, ich habe zwei Karten abgelegt. Ach ne, ist eine Aktion. Ne? Ja. Könntest du reparieren? Ja. Wenn du reparieren hättest. Habe ich. Oh! Einfach Reparatur. Lege einen Fehlfunktionsmarker aus deinem Raum ab. Und ich muss zwei Karten dafür spielen. Nee. Oder repariere oder beschädige den Triebwerk in einem Raum. Genau. Ja, dann soll ich. Und ihr habt immer nur gegeneinander gespielt? Immer. Ja. Soll ich weiter oder soll ich reparieren? Was meint er? Also ich würde tatsächlich, das ja kooperativ ist, können wir ruhig versuchen, das über Triebwerke und auf die Erde zu steuern zu regeln, glaube ich. Ja, dann würde ich weiter schleichen, weil ich muss unbedingt in Chirurgie. Ach. Und ich habe den Übertragungsraum gefunden, was auch nicht so schlecht ist. Ja. Ich hatte was in Erinnerung, dass ich ein Signal setzen muss.
Echt? Also irgendein armer Tropf muss nachher die zwei Räume aufdecken. Ja, ich gehe da jetzt lang. Ja, und wir müssen noch die drei hier. Ja, so, aber das sehe ich. Aber was kann er machen? Dann bleiben wir schön hier im Raum drin und geht schon mal Richtung Rettungskapsel. Der ist von Lärm umgeht. Ja, ich weiß nicht. Leise bin ich auf jeden Fall nicht. Okay, das war's. Nein, mehr muss ich ja nicht tun. Übertragungsraum. Jetzt muss ich dann zwei Karten spielen. Genau. Dann würde ich sagen, ich passe jetzt schon. Also ich hole mir erstmal meinen Sicherheitsschlüssel, damit kann ich nämlich Türen öffnen und schließen. Und dann... Boah, sind wir nett, wir lassen einfach die Leiche da liegen, ey. Ja, die ist ja unsere Suche, das ist ja eh nur ein Rest. Dann gehen wir mal hierher. Der Wissenschaftler ist gar nicht mal so schlecht. Und dann suche ich mal... Bist du gestrichen, oder? Ich habe Kundschaften gemacht. Ah, okay. Und dann suche ich mal da. Ich hätte gerne was Gelbes. Also wenn ich Feuer mache, ja, dann wird in jeder Phase ein Ei zerstört. Ja, ja, genau. Das heißt, wir haben noch 1, 2, 3, 4, bis... Ach, guck mal, so, wenn alle kaputt sind, sind wir schon Raum Phase 8, da gehen die Luftschleusen auf. Top. Wir wollen das Schiff aber zur Erde bringen. Dann mach das doch endlich mal. Also einen Raumanzug hatte ich auch noch nicht. Echt, echt? In einen gelben Raum benutzen, lege alle Aktionskarten ab und bewege dich in einen anderen gelben Raum. Nee, warte mal, ich nehme die Karte, soll ich nicht hier hingehen? Ja, mehr? Auf jeden Fall, wir müssen die Triebwerke überprüfen. Ich habe da ein Werkzeug gefunden. Ist halt hier, ist halt immer saugefährlich. Ja, die nur zwei Gänge. Hat er wieder das Werkzeug rumliegen? Ja gut, aber wir müssen... Aber ich glaube, einen Xeno kriegen wir auch weg, wenn es jetzt nicht unbedingt die Queen ist. Ich habe dann auf. Gepasst. Gepasst. Da bin ich, ne? Ja. Red. Dann greife ich mal an. Jetzt schon? Ja. Ah ja, genau, pro Phase, ja, ja, richtig. Ja, gut, auch sind wir zusammen, falls ein Vieh kommen sollte, ne? Hast du deinen Flammenwerfer an, oder? Ja, ja, Flammenwerfer. Den Flammenwerfer greife ich an. Alle im Raum sterben. Genau das, womit ich keinen Schaden mache. Aber ich muss eine Geräuschprobe machen. Ja. Und einen Sack. Genau. Ja. 4. War angestoßen. Es ist immer noch großartig. Na toll. Ihr seid ja nur neidisch, weil ihr doof seid. Wir haben es als erstes entdeckt. Ich greife da noch. Achso. Die Doofheit? Ja. Ich wollte immer schon ein Haustier. Guck mal, wir leben in Symbiose. Es macht mich... Alter! Boah, nein! Also, wozu hast du eigentlich einen Flammenwerfer, wenn du nicht mehr mit Feuer umgehen kannst? Ja, da kommt ein Xeno. Und du darfst den anderen auch noch wegnehmen. Ja. Bitte nicht die Königin, bitte nicht die Königin, bitte nicht die Königin. Naja, das ist das Nest, wem sonst? Wäre aber episch. Eine Larve? Wäre auch fein. Es ist die. Es ist die. Nein! Das gibt es doch nicht. Obwohl episch ist es. Ja, passt auch gut dazu. Ja. Leute, die keine Laute machen, Leute. Das ist geil, oder? Ja, wegen deinem Ziel. Ich nehme da lieber die kleinen. Ich stelle sie mal hier so. Ja. Was ist denn da los bei euch? Wir haben was Großes, Ekliges, Schleimiges, Gefährliches entdeckt. Warte, ich mache ein Foto. Ja, Moment. Mach doch mal einen Überraschungsangriff. Okay, Leute, was ist los? Ein Plättchen aus dem Xeno. Ich schicke dir die Bilder. Und platziere den Xeno in deinem Raum. Haben wir doch. Ja, so ist tatsächlich noch die ein. Alter, was? Ja. Pass auf, nochmal die Königin. Wird kein Überraschungsjäger. Hochmut kommt vor dem Fall, wie war das? Na gut, dann haben wir die Königin mit der Kugel. Single von Eiern, der Königin, der Jäger und Rollstuhlfahrer. Brauchen wir das Ei als Siegbild? Also ja, brauchen wir. Wir müssen, halt, wir müssen das Nest zerstören. Komm, ich nehme ein Ei mit. Verdammt! Du musst alle Schwächen aufgedeckt haben. Nein, ich muss den mitnehmen. Das ist doch mein Ziel. Ja, sehr gut. Scheiße. Jetzt, jetzt müssen wir uns trennen, ne? Oder wir gehen beide dran. Also Leute, ich habe das Gefühl, dass bei euch irgendwas los ist. Ich kann, nee, wir gehen, ich gehe hier hin und mache die Tür hinter mir zu. Oh. Kooperativ!
Aber du hast noch eine Karte übrig zum Nachziehen. Du hast noch eine Karte zum Nachziehen zu mir. Leute, im Zweifel sollte man immer seiner Nase folgen. Und flieht, ihr Narren! Ihr habt zwei Nasen, also lauft. Also ich nehme erstmal das Ei mit. Du kannst nichts aufheben, wenn du im Kampf bist. Komm. Aber drin bleiben und kämpfen macht ja wenig Sinn. Ne? Richtig, deswegen gehe ich Richtung Triebwerk. Und da machst du sogar noch Geräusche. Ja, was soll ich machen? Naja, nee, du kannst ja auch schleichen. Nee, dann habe ich dann eine Karte weniger. Karte, weil ich warte, bis er nachkommt, dann mache ich die Türe zu. Wenn er nachkommt bei mir. Ja. Dann sind die Viecher schon mal ausgesperrt. Ach, was ein Feind. Clownangriff. Der Charakter ladet zwei leicht. Nee, du musst erstmal gucken, ob die Viecher drauf sind, ne? Ja, okay. Sind alle drauf. Das heißt, die kommen alle hinterher, ne? Also du machst einen für jeden einen eigenen Überraschungsangriff. Ja. Also erstmal kriegst du den Clownangriff, oder? Ja, der Charakter ladet zwei leichte Runden und hält eine Kontamitationskarte. Juhu. Läuft! Ja. Also, erstmal kannst du dann schon mal da hinsetzen. Ja. Dann die zweite. Verdammt, es hat dich wohl erwischt. Wo bist du? Alter, du blutest. Ich habe keine Zeit zu bluten. Ach, habe ich ein Glück. Das Vieh ist nicht das. Das wäre nämlich die Umwandlung gewesen. Okay. Das hast du für beide gezogen, ne? Ja, ja. Da muss ich jetzt noch die Geräuschprobe machen. Ja, das kommt noch schwer hinzu. Und pass auf, es kommt noch ein Vieh. Ja. Nee, kann ich nicht. Ich dachte, die folgen ja noch. Leute, was macht ihr da hinten? Ringelpiece wird anfassen. Was denkst du denn, verdammt? Wir versuchen zu fliehen. Es lief so gut. Das heißt, hier kommt einer hin, ne? Ne, brauchst du gar nicht. Da kommt einfach einer hinterher. Stimmt, da kommt einer hinterher. Ja. Ach, weil er im Raum ist. So, stimmt. Ach, sind ja welche da? Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher von denen hinterher ich kommt. Ich denk mal... Fängt ja schon mal gut an, ne? Vorhin total leise gewesen, jetzt. Ja, ja, ne? Die ja, großen Mäuler, ja, ne? Wir machen wenigstens ein Geräusch und haben nichts. Echt, ne? Ich habe hier nur so was Kleines bei mir. Na gut, aber ich bin nicht schuld, ich habe die Königin nicht gezogen. Was teiltet ihr euch im Nest so lange auf? Ja, bei uns läuft eigentlich ganz gut. Ja, ich habe die Kapsel. Was denn, weg. Ja? Gibt es mehrere solcher Xenos, bewegen sie sich alle in deinem Raum. Oh. Aber es gilt nur für Xenos, die nicht im Kampf sind. Und da ich ja da drin bin, sind die im Kampf. Ach so. Und deswegen... Keine. Da platzierst du doch die Geräuschmarker in dem Korridor. Boah, das ist immer Glück und Unglück. Also, zwei, ne? Das heißt ja. Einmal, einer kommt hier hin, ne? Ja, genau. Und einer kommt dann dahin, richtig? Ja. Ja. Immerhin sind sie dir nicht hinterhergekommen, so wie es aussieht. Nein, anscheinend nicht, aber was ist mit dem... Tod. Red, ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht, aber Sie haben mein Mitgefühl. Das heißt, du musst eine Waffe ablegen. Gut, hast 2-2, ne? Dann so lange rum. In unserem Lärm. Ich würde einen Flammenwerfer. Ich würde einen Flammenwerfer machen. Ich würde euch ja gerne helfen. Wenn ihr mir noch nichts benutzt habt. Ihr macht das schon. Wir sind zu sehr beschäftigt. Aber ihr macht das schon. Bei uns läuft es ganz gut, glaube ich. Also hey! Wenn ich das hier auf dem Terminal so sehe mit den Kameras, ich kann den Raum sehen, muss ich schon sagen, ich bewundere die konzeptionelle Reinheit, geschaffen um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es scheinbar. Es kennt keine Schuld oder Wahnvorstellungen ethischer Art. Ich glaube, ihr solltet gehen. Ach nee, Sherlock. Möglich. Ich glaube, du bist dran. Oder aber Mechaniker, egal was kommt, ich stehe hinter so. Dir. Weit, weit hinter dann dir. Dann mache ich es aber, einfach nur um es gemacht zu haben, greife ich mal noch an. Und zwar mit dem Flammenwerfer. Das ist eine gute Idee. Wenn es brennt, dann ist ja gut. Ja. Okay, das ist ein Schaden. Jetzt muss man eine Karte ziehen. Und, genau. Ne? Ach ja. Nee. Leider. War sehr unwahrscheinlich. Leider. Und dann hau ich ab. Ah, das heißt, du kriegst den Pfad. Muss ich in die andere Richtung hoch? Zur Leiche? Nee, aber... Ja, aber ich muss ja so oder so rum. Das ist ja egal. Wo das ein Raum ist. Ach ja, das ist auch noch. Die Königin hat den Raum verdeckt. Ja, ja. Das ist etwas größere. Etwas. Ja, aus meiner Sicht hat die echt den Raum verdeckt. Was musst du? Ich machen, muss. Nee, nee, doch. Xeno-Angriff für. Egal wen. Für alle? Ja, falls der Charakter mindestens zwei schwere Wunden hat, stirbt er. Andernfalls erleidet er eine schwere Wunde. Hast du ja glücklicherweise nicht. Oh, Scheiße, ist er auch noch drauf. Ne? Ja. Das heißt, eine schwere Wunde. Ich wäre tot gewesen. Das hat dich erwischt. Ich glaub, die Kosten deiner Bewegungsaktion betragen 2, wenn du flüchtest. Aber ich bin ja gerade schon geflüchtet. Und ja, dann krieg ich noch einen Überraschungsangriff. Okay, dann brauchst du noch einen. Genau. Genau. Bis, falls der Charakter mindestens 2 schwere Wunden anstirbt. Ja, ansonsten erleidet er eine schwere Wunde. Oh.
Brauchen wir den Mechaniker? Hahaha, halt! Biss macht leichte Wunde, denk dran, nicht schwere. Stimmt. Das heißt, dann hätte ich ja auch noch eine leichte Wunde, ne? Du hast ja zwei leichte Wunden. Nee. Aber Bisse machen leichte wegen unserer Biologie. Okay, und dann hast du eine leichte Wunde, die schwere Wunde hast du wieder zurückgegeben, oder? Die brauchst du doch gar nicht dann, ne? War das dein am Biss? Ja. 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 Stimmt. Da kriegst du noch zwei leichte Wunden. Boah, das hatte ich gerade gerettet. Krass. Es lebe der Computerraum. Ja, hast du gut gemacht. Ja, so, ne? Und dann muss ich noch eine Geräuschprobe machen. Es lebe der Wissenschaftler. Warum mag ich dieses Spiel nochmal? Weil wir alle sterben. Nein. Oh, läuft guck doch. Mal hier. Es läuft doch. Läuft. Wie sagt eine Kollegin immer, läuft in Länderspielen. Wie war das mit der Intelligenz und Muskelkraft? Das war alles nur, weil ich dein Ziel dafür brauchte. Naja, ja, richtig. Du bist schuld. Ziehen, ne? Genau. Überraschungsangriff. Schwanzhieb von der Mami, aber das die ist der ja nicht. Glück gehabt. Ja. Hallo. Ich würde dann helfen. Also ich habe heute eins gelernt. Ich nehme was aus dieser Spielrunde mit. Ja. Selbst in einem kooperativen Spiel kannst du deinen Mitspielern nicht vertrauen bei diesem Spiel. Ja. Nemesis ist einfach nicht kooperativ. Nein. Egal wie. Selbst im kooperativen Modus, selbst im Solo-Modus ist es wahrscheinlich nicht ja. kooperativ. Stimmt, die Karte muss ich ja jetzt untermischen, ne? Okay, ja gut. Nee, die kommt erstmal nur auf den Ablagestand. Logischerweise habe ich dann, und dann später natürlich kommt die damit. Gepasst. Und dann das wäre ich dran. Ja, du bist dran. Ah, was für eine geile Runde. Echt mega. Schade, dass es so schnell vorbei ist. Der eine sagt, es ist eine geile Runde. Der andere sagt, Was, am Anfang haben sie sich noch ja, ja. lustig ja, gemacht. Ja, ja, genau. Bei uns ist nichts passiert. Ich wollte es immer gesagt haben. Das ist ja reines Glück gewesen. Also, wir haben gerade Viertel dafür. Das heißt, wenn wir es draufgehen, spielen wir noch eine Runde. Dann gucken wir mal, wer... Also, ich glaube, das nächste wäre... also, hast du gepasst? Ja. Dann wäre jetzt Xeno-Angriffe. Wir haben auch scheiß Missionsziele bekommen. Aber dann kriege ich jetzt immer eine schwere Runde. Ja. Ja, wir sind jetzt soweit. Ah ja, klar. Eine leichte mehr. Ich glaube, du musst dich langsam heilen. Der Arm. Dein Charakter hat nur noch einen Einheitsmann zur Verfügung. Trägt er gerade zwei schwere Gegenstände, muss er sofort einen davon fallen lassen. Und fallen lassen kommt er, glaube ich, weg komplett, ne? Ja. Fallen lassen auch. Fallen lassen mal hin. Ach Leute, was macht ihr? Überleben. Der eine im Rollstuhl, der andere hat nur einen Arm. Der andere bald im Rollstuhl. Der andere frisst für zwei. So, haben wir noch einen Kampf? Lass es nicht gut gehen davon. Ich habe auch gerade gegessen. Dann kommt, glaube ich, Ereignis, oder? Die einzige, die nichts zu tun hat, ist Replay. Du hast es ja nicht hingekriegt mit deinem Feuer. Also, das Problem ist, es gibt mit deinem Flammenwerfer Feuer zu machen. Genau, das ist der Punkt, das wisst ihr ja noch nicht. Es gibt genau eine Sache, da bin ich richtig schlecht drin, und das ist Würfel. Trotz Würfelsimulator. Ja, nicht schlecht. So, Ereigniskarte ziehen, abhandeln. Oha. Jetzt muss er so gucken, ob die Viecher drauf sind. Ne? Die kommen ja hinterher, ne? Jeder, der eine Lava hat, stirbt. Also zuerst kommt ja mal die Bewegung. Genau. Und da bewegt sich die Königin im Korridor 3. Oh, jetzt hab's auch gehört. Das heißt, die macht die Tür kaputt. Echt jetzt? Ja, aber dann bewegt sie sich nicht. Die macht nur die Tür kaputt, und bleibt aber in dem Raum. Boah, zum Glück, war für ein Schwein, ich habe die Tür zuzumachen, ne? So, und ansonsten bewegt sich auch nichts. Okay. Da bewegt jeden Jäger, der nicht im Kampf ist, in einen benachbarten Raum mit einem Charakter, falls möglich. Uff. Ist das doof. Wie gut, dass du die Tür zugemacht hast. Da habe ich die Königin am Arsch gehabt. Okay. Ah, Moment, das ist noch gar nicht sicher, dass der zu dir kommt. Ach nein. Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Gibt es mehrere in Frage kommende Räume, bewegt sich der Jäger in den Raum mit der niedrigsten Nummer. Das ist, ich habe hier die 14 und du hast die 2, da kommt er zu mir. Ja. Du ziehst die Viecher irgendwie an, ne? Ja. Die riechen dumme Sprüche. Willst du noch mehr haben, oder was? Reicht dir nicht. 3. Ja, da kommt jetzt aber, das war 3, glaube ich. Hier ist doch 3. Nee, da war falscher Raum. Der Raum ist halt voll. Ja, ja. Da, hier. Lüftungsschacht. Oh nein. Ich glaube, jetzt kriege ich auch einen. Ah ja, erstmal würfeln. Genau. Erstmal bin ich am Würfeln. Ja. Aber der kann ja... 3. Nein. Ach, nee.
Ja, du musst ziehen. Ich muss ziehen. Wird voll da hinten. Ich glaube, jetzt denke ich auch. Wie schnell sich dieses Spiel einfach dreht. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo da hinten die Viecher sind. Da muss ein Nest sein. Tu mal eine Larve. Kommt wieder. Du hast noch eine Aktionskarte, ne? Ja, ja. Und die Larve kommt? Die kommt. Nee, bleibt draußen. Die kommen nur rein, wenn sie flüchten würden. Kommen die wieder rein. Wenn man sie tötet, kommt sie raus. Jetzt kriegen wir auch. Eins. Ja, guck. Endlich mal. Jetzt kriegen wir auch. Die ist der König mit drin, ne? Ja, die Mutti kann es gar nicht sein. Gott sei Dank wollte ich diesmal noch eine Karte. Larve. Sie stehen auch nicht. Ja, das ist wahr. Ich roll sie platt. Aber wenn ich eine zweite jetzt drin hätte, wäre ich platt, ne? Das ist jetzt ein Überraschungsangriff theoretisch, ne? Das ist nee, eine Karte. Nee, mach ja keine Überraschung. Ja. Boah! Unfassbar. Passiert nichts. Fast Replay. Wenn du als Einzige bist. Achso, bei Kralle war das, wenn genau. Er schon liegt, dann passiert nichts. Genau, also sie hat ja alles schon voll, deswegen. Ja, es ist auf jeden Fall, du weißt ja, also ich verstehe dich mit der Mutter ja auch noch nicht gut. Die Mutti. Sie, wie man den vierten Tag gesehen hat. Das schaffst du schon, glaub an dich. Ja, glaub an dich. Naja. Wir alle an dich. Zum Glück spielen wir Kooperation, sonst würde ich sagen, besser du als ich, aber hey. Genau. Ich glaube, ich habe das eh rausgehört. So, ich nehme dann. Ich schieße mit meiner Pistole auf dieses scheiß Vieh. Das heißt, eine Aktion ablegen, ne? Mit der Pistole? Ja, was soll ich denn anderes machen? Habe ich das gerade richtig gehört? Ja, und treffe auch. Im Gegensatz zum Kerben mit Flammenwerfer. Es ist eine Larve. Ja, dann ist die ein Patron weg und die Larve ist fort. Futsch. Ja, und das Larvenplättchen ist auch schon. Außerdem hat er was, wo er sich abstützen kann. Ich bin drüber gefahren. Das Larvending ist wieder weg. Das Larvending kommt weg. Das kommt weg. Ganz weg? Das ganz weg. Das Ding hab's da hingelegt. Müssen wir eine Leiche da hinlegen? Ja, ne? Nee, bei der Larve nicht. Nee, bei der Larve nicht, glaube ich. Okay. Ja, wir müssen noch einen Xeno töten, ne? Ihr. Ich mach gar nichts mehr für euch. Ich gehe nach Hause. Das hat mich ja in diese prekäre Situation gebracht. Ach stimmt, und ich kann ja jetzt Dings hier, Triebwerk, ne, anschauen und. Es waren zwei Karten, waren das dann angucken. Wie soll es auch noch sein? Ja, dann auf jeden Fall gleich mal reparieren, ne? Oder halt das nächste gucken, wenn das nächste in Ordnung wäre, braucht man sich reparieren, aber. Also, ich werde auf dieses kleine. Ja, die läuft noch. Ich werde mal auf dieses kleine Vieh. Davon nicht. Ja, hast du getroffen. Und was war's, Brett? Ich schneide ihm deinen Namen ins Fleisch. Noch lebe ich. Das ist nur schon mal vorbildlich. Genau. So, und wo sind wir hier in welchem Raum? Da könnte ich dir sagen, okay, ich könnte mal wieder gelb, soll ich wieder suchen? Oder weitergehen? Könntest du mir helfen? Ja, ist klar. Wegen dir bin ich in der Situation. Ich mache gar nichts mehr für euch. Ach scheiße. Nein, ein hör ich da ein Mimimi raus? Aber ehrlich, ey. Ein bisschen, ja. Gebe ich auch zu. Komm, ich suche mal. Ist auch eine frustrierende Situation, ey. Ja, Quatsch. Wenn du jemand bist, der schnell frustriert ist, solltest du nicht Nemesis spielen. Ja, das ist sowieso nicht, aber Nemesis macht schon echt Spaß. Es ist super geil. Es ist auch beim Verlieren noch geil, finde ich. Dann ist einer, der sich unglücklich macht. Wollte ich gerade sagen, dass hier jemand ein Unglück gestürzt. Naja, das ist jetzt die Frage. Ist er unglücklicher oder ich mit der Mutti? Ja, das ist wahr. Nein, wenn du geheiratet hast, die Mutti ja gleich mitgeheiratet. Viele Ehefrauen entpuppen sich nach der Ehe ja so. Ja, das stimmt. Warte mal, hat man nicht unsere Bundeskanzlerin Mutti genannt? Das klang sehr chauvinistisch. Ich nenne sie jetzt. Ach, das ist nur ein bisschen. Das war so nicht gemeint. Ich glaube, ich nenne sie jetzt Merkel. Oh, Merkeline. Merkeline. Du dürfen mit ihrem Volk, oder was? Ja. Nee, das sind ihre, die Politiker, die sie das abgesägt hat, weißt du? Hier, weg mit dir, weg mit dir. Du bist dran. Red, ich habe hier mal wieder dein Werkzeug gefunden. Ja, hast du das eigentlich überall im Raumschiff verteilt? Ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Sollen wir dir eine helfende Hand reichen? Ich hätte allerdings auch noch Chemikalienmund in der Hand. Ja, renn mal schnell zu mir. Genau, komm mal zu mir. Genau. Du, ich habe es in den Beinen, ich kann gerade nicht rennen. Ich hätte auch noch Chemikalien, die deinen Flammenwerfer nachladen könnten.
den ich verloren habe. Achso, ja, du bist ein Held, ehrlich. Ich nehme das Werkzeug. Ich bin hier der einzige wahre Held. Auf jeden Fall hast du was, was dich anziehen macht. Kann hier jemand das Triebwerk reparieren? So, was habe ich denn alles gemacht? Der Mechaniker könnte. Ja, dann komm doch zu mir. Okay, meine zwei Aktionen sind ja durch. Ich habe das Vieh erledigt und gesucht. Ne? Ja. Ripley! Okay, ich würde erstmal suchen. Bitte, bitte, bitte. Die hat da oben Lotterleben, ey. Ja, gut, ne? Das ist unglaublich. Also, was brauchst du denn? Geld. Chemikalien. Das Schlimme ist ja, irgendwie muss ja die Chirurgie da in der Nähe irgendwo sein. Ne? Kann ja auch hier sein. Ja, ja. Wir haben ja noch eine Chance von 5. Mhm. Aber dann haben wir zumindest auch wieder ein Ziel erreicht. Ich hoffe irgendwie, dass sie hier ist. Ich weiß nicht, ob wir das Ziel mit dem Nest schaffen. Das glaube ich auch nicht. Also. Sein wir, du lockst sie. Andererseits, ich finde das gut, Brad. Mach weiter so. Lock sie weg vom Nest. Nein. Das war's mit Opfer. Du kannst es schaffen, glaub an dich. Ich mach gar nichts mehr. Und dann. Leider kann ich auch nicht in deine Richtung kommen. Das ist schleichen wir nochmal dahin. Fertig? Ja. Ich schieße. Du willst echt in den Kampf gehen? Nicht flüchten? Nee, ich schieße. Flüchten. Pass auf, jetzt macht er zwei Würfe, Treffer. Wer ist der Tisch? Dann flüchten sie hinterher. Ja, und wenn du ja, treffe nix. Echt nicht? Nee. Da triffst du nur Larven und Kriecher. Stimmt, das war das ja. Schieße aber nochmal. Ja! Oh, Double Shot. Und du musst auch noch genau. Karte bringen. Ja, gib mir mal noch ein Multiple. Ja. Und ein Angriffsziel. Genau. Guck mal, ob sie ihn gekillt hat oder ob er jetzt plötzlich 5 Leben hat. Wird bestimmt jetzt wieder mehr. Das wär's jetzt. Ja, ne? 4. Unfassbar. 4, Alter! Das war's. Das ist doch echt abartig. Naja gut, ich mache das, was jeder gute Mensch macht. Ich helfe meinen Kameraden, indem ich in den nächsten Raum gehe. Sehr vorbildlich. Ja, ne? Ich kann es rausklappen, ne? Das Ding. Ich gehe mal hier hin, das heißt, dann decke ich den Raum mal auf. Und was habe ich? Die Chirurgie. Sehr geil. Schade. Und die brennt. Schade. Ach, und ich muss auf 1. Warte mal, zack, 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 zack. Der fokussiert aber. Verdammt, die Chirurgie ist am Brennen. Gut, dass du die Chirurgie gefunden hast, dann müsst ihr gleich mal hin. Vielleicht kannst du das Feuer löschen. Wenn ich wüsste, wie? Dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal. Hat jemand hast Feuer du das löschen? Signal abgesetzt? Ich glaube, ich werde erstmal Signal absetzen. Gut, dass du da noch gedacht hast. Ripley, danke. Ja, sie hat ja nichts zu tun, da kann ich über sowas nachdenken. Ja. Zwei Karten. Ich bin einfach nur vollgeschlagen. Obwohl, du könntest jetzt durch den Raum gehen und die Königin zu ihr bringen und dann abhauen. Also zwei Karten. Das ist eigentlich eine geile Idee. Bitte. Also hier, Königin für dich. Tschüss. Ich muss zwei Karten abbringen. Hier, deine Tochter. Tschüss. Ich hab gehört, wenn ich sterbe, übernehme ich die Aliens. Was? Nee, zwei Karten ablegen wir dann. Ne? Und dann ist das egal abgesendet. Dann muss der Tier nehmen. Von wegen, Mensch, ärger dich, zerstört Familie. Nein, das ist Nemesis. So, ich glaube, ich habe dann mal so ein Ziel erfüllt. Ja. Sofort, ich habe es beendet, bevor sie begonnen hat. Setz das Signalboot oder das Schiff muss zerstört sein. Wäre eigentlich jetzt bei den Viechern das Schiff zerstören einfacher, ne? Ja. Dann mach. Naja, ich habe jetzt das Signal gesetzt. Also in der Hinsicht bin ich dann auch gepasst. Ich bin durch. Also wir können das Schiff gerne zerstören, nachdem ich alle Räume aufgedeckt habe. Ja, dann... viel ist es ja nicht mehr. Ja, kann mir jemand hier lang, ne? Das weißt du. Kann mir jemand eine Leiche mitbringen? Also ich gehe jetzt dahin. Erste Hilfestation, auch nicht schlecht. Ah, die ist aber kaputt. So, jetzt einfach mal. Ab wie viel bricht das Schiff auseinander? Ja. Wenn die leer sind. Also wenn du einen platzieren müsstest, der nicht mehr da ist. Mhm. Ja. Kannst du nicht reparieren? Mhm. Dann bin ich. Ja. Ich flüchte. Bring mir die erste Hilfestation, ich muss auch so weit weg. Wohin flüchtest du? Erste Hilfestation kannst du schwerer und ach ja. Achso, aber keine Viecher, ne? Zwei Überraschungsangriffe bitte. Ja! Schatzer. Eine leichte Wunde und eine Kontaminationskarte. Du bist ja voll der Terminator, ey. Aber hallo. Was brauchst du? Noch eine Angriffskarte, der hat doch zwei. Ich hab ja zwei Jäger. Nix. Sehr geil.
Endlich mal. Genau, und dann muss man eine Geräuschprobe machen. Musst du nicht auch gucken, ob die Viere den Diakon angeht, sondern das war Aiwa! Ist nicht dein Ernst. Das oh Mann, oh ey. Aber du bist in guter Gesellschaft in dem Raum. Stell dich tot, stell dich tot! Stell dich tot, genau. Embryonalstellung, Embryonalstellung! Da liegt schon was, was dir vormacht. Aber du wirst irgendwann so aussehen, vermute ich. Wahrscheinlich, ja. Ich flüchte. Nee, wirklich? Daher. Kannst du es riskieren, nochmal zu flüchten? Ja, ja, ich muss. No! Eins, Tür zu, genau. Oh, sehr aber geil. Die Überraschungsangriffe machen sie trotzdem. Ja, leider. Also erstmal die Überraschungsangriffe. Zwei Stück. Schleim. Du hältst einen Schleimmarker und einen. Ich glaube, beim Kratzer kriege ich auch nochmal eine Kontamination. Also ich kriege jetzt noch zwei Kontaminationsmarker ich bin verschleimt. Also, Brett, hast du es geschafft wegzukommen? Sehen wir noch. Achso. Scheint so. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin schwer verwundet und aber der psychische Schaden, über den reden wir gar nicht. Aber ich kann dir einen guten Tipp geben. Geh da nicht mehr hin. Ein Raum weiter ist die Ersthilfestation. Ja, da gehe ich auch hin. Aber das war halt und so. Ripley wird dir sicherlich helfen, zur Hand gehen. Ja, ich habe gefasst übrigens. Also ja, warte. Ich bin jetzt dran, aber ich passe auch. Passt du nicht? Du hast nur noch eine Karte. Ja, und die behalte ich auch. Ich passe nicht. Okay. Ich passe, weil das ist mich die Intranet-Karte und wenn ich einen Computerraum finde, brauche ich die ganz, ganz dringend, um das zu löschen. Ihr habt alle gepasst jetzt? Ja. Dann gehe ich noch hier hin. Fertig. Also du bist jetzt reingegangen, musst du nicht noch eine Geräuschprobe machen? Nee, ich bin ja da. Ja. Ach, genau, sehr schön. Gut. Das heißt? Dafür ist Ripley zu nutzen. Weißt du, sonst kriegt die nichts gebacken. Nein, aber drauf stehen. Genau, genau, genau. Was kannst du überhaupt, Ripley? Im Raum stehen und gut aussehen. Im Raum stehen oder auf Dinge hinweisen. Ja, und dabei gut aussehen. Eine gute Figur machen. Ja, das kann ich gut. So, das heißt, wir sind nächstes Mal abgepasst. Ach, ja. Zeitmarker, genau. Scheiße, ich wollte schon wieder ziehen. Ja, ich muss doch jetzt. Feuerschein haben wir leider auch keinen. Doch, mehr. Haben wir. Ja, ja. Ja. Oh, du kriegst, genau. Leichte Wunde. Leichte Wunde, yay. Hab zweite schon. Leichte Wunde. Oder? Yeah. Ne? Hattest du eine schon oder was? Ja, ich hatte ein, zwei. Ja, erst bei der dritten leichten Wunde kriegst du eine schwere. Also du hast jetzt zwei leichte Wunden. Ja, okay, gut. Oder hast du schon zwei? Ich hab schon zwei, ja. Ja, dann hast du jetzt eine schwere. Okay. Oder wo stand der denn gerade? Stand da auf der zwei. Ja, dann hast du jetzt eine schwere. Meine Güte. Ich sag die ganze Zeit zwei. Die Kosten all deiner Gegenstandsaktionen sind um eins erhöht. Meine Hand ist kaputt. Darfst du zu dir? Keine Beine, nur eine Hand. Ja, echt. Ich hoffe, heißt das, ich fahre jetzt dauernd im Kreis? Ja, ich komm nicht weg. Parker, hast du dich verletzt oder was? Warum gehst du auch nicht aus dem Feuerraum raus? Ich bin Pyromane verflucht. Und die Ereigniskarte. Okay. Gehen alle in Raum 1? Ja, alle in Raum 1. Das ist Jäger, ne? Jäger und Königin. Und Königin gehen in Richtung Raum 1. Das ist da, ne? Also Gang 1, ne? Ja. Also die gehen hier das hin. Der, die geht da hin. Wer geht, die geht noch da hin. Ja, die gehen alle da rein, ne? Ja. Ne, die Königin. Auch die Königin. Raum 1. Ja, Raum 1. Das ist aber hier. Nicht Raum 1, Gang 1, ne? Ja, Gang 1. Genau, die geht da hin und die gehen da hin. Ne? Leck im Kühlsystem. Falls sich eine Fehlfunktionsmarke im Generatorraum befindet, den wir nicht haben, wird die Selbstzerstörungssequenz gestartet. Oh. Aber die haben wir ja nicht, oder? Oh, den haben wir doch. Und okay. Da befindet sich auch ein Fehlfunktionsmarker. Selbstzerstörung initiiert. Selbstzerstörung initiiert. Activation Sequence complete. Läuft. Die kann man, glaube ich, auch nur abschalten, wenn man da drin wieder ist, ne? Oder? In ja. Dem Raum, ne? Ja. Oder haben wir noch einen Raum, wo wir das abschalten können? Nee. Wenn der ganz wäre, könntest du ihn über den Computer machen. 4. Passiert nichts. Den Nupsi kannst du direkt wieder reinmachen. Wo haben wir denn die 4? Da ist die 4. Genau. Na toll. Die 1 dürfte aber wieder nichts sein, ne? Genau. 2. Das ist schlecht, jetzt haben wir nur noch die 3.
Und den, nee, die, ja. Ja, jetzt geht das wieder. Ja, du kannst es aber nicht lassen. Tatsache die 4. Ja, alle weg. Da greift doch mich an, was willst du denn? Du hättest weggehen sollen. Ja. Ja. Du weißt doch, was er mit sich rumschleppt. Mach mal ein Gesicht. Ja, die kriege ich aber auch. Hast du keine mehr? Keine Aktionskarte auf der Hand. Du hast keine? Nein, das einzige war. Und eine Kontaminationskarte. Ich hab das Gefühl, ich überlebe das nicht. Wie kommst du denn da? Die Chancen werden immer geringer, habe ich das Gefühl. So, ich schleiche mal weiter, weil ich muss sowieso in die Chirurgie. Brad, ich würde dir raten, auch in die Chirurgie zu kommen. So, 2. Mund kaputt. Ich habe übrigens einen Evakuierungsbereich A gefunden, nachdem wir eben den B gefunden hatten. Also flüchten könnten wir zumindest. Ja, ist beide kaputt. Aber ja. Ja, okay. Reparieren kann ich leider auch nicht. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal da rein. Leute, der letzte Raum, dann haben wir das Raumschiff endlich in Ort. Und der ist kaputt. Ja, der kann nicht kaputt. Achso. So. Und ich habe jetzt den Schleim. Auch noch den Schleim bei mir. Menschen. Ne? Viech, Schleim. Und Würfel muss ich auch noch. Kann ich mit Verbänden? 4. Ey, ich habe Verbände. Ich kann dir Verbände geben. Ja. Verbände. Ich weiß nicht, ob man unter. Okay, meine 2 Aktionen sind durch, dadurch kannst du jetzt aber Gott sei Dank nee, nicht raus. Aber sie ja, ist gleich. Ja. Natürlich kann man Ripley, du kannst reparieren bitte. Ah ja, tauschen. Ja, tauschen. Ich hake ein Loch zu Verbände haben, aber das wird dir wahrscheinlich gerade noch nicht so viel sagen, oder? Das ist Quatsch. Nicht? Gleich, wenn du dran bist? Was machen die Verbände dann? Eine schwere Wunde verbinden oder eine leichte Wunde heilen? Ja, ich würde die tatsächlich nehmen. Gib nicht auf. Nee, ist kürzer als du denkst. Ich habe mich erwartet, dass du da stehen bleibst und sagst, geht ohne mich, ich halte sie auf. Ihr braucht mich nicht mehr. Oh ja, das wär echt episch gewesen. Nein! Oh nein, ich renne weg! Ich bin nicht so gerne episch. Kümmert ihr euch um die Viecher? Ich spiele die FTP und haue ab. Ich habe nur den Flammenwerfer. Was machst du da? Willst du dich reparieren? Kann ich nicht. Du hast doch sein Werkzeug, oder nicht? Ich habe sein Werkzeug. Der Captain hat auch mal was beigetragen. Das erste Mal seine Laufbahn. Dann hätte ich die Verbände nicht gebraucht. Ja, jetzt ist es zu spät. So, beides heilen. Ja eben, heil doch beides. Heul doch leise da oben. Mein Gott, ey. Der steht auf Wunden, merkst du? Ich glaube auch. Jetzt machst du richtig veranlagt. Oh ja, gib's mir, Königin, gib's mir. Schlag mich. Der will die gar nicht wegkriegen. Ich benutze die Verbände und verbinde meine schwere Wunde. Wenn die verbunden ist, kannst du die wegmachen. Also für mich gerade schon. Ich habe sehr ruhig hier unten und da oben. Ich fackel nur ein bisschen. Ja, dann. Ich fackel nicht lange. Mache ich die noch weg. Und ich passe. So, das heißt, ich komme jetzt erstmal hier hin. Und bist vorgeschneit. Ja, dann ist es halt so. Braucht man einen Marker dafür. Also eins muss man sagen, die Viecher sind auf jeden Fall alle bei uns. Bis auf einen, glaube ich, ne? Außer Ripley, ne? Irgendwie, mehr Leute, ich will euch nichts sagen, aber findet ihr das nicht alle ein bisschen merkwürdig? Ich bin die Mutti, der Mutti. Was soll's? Die Oma. Ja. Ich hoffe nochmal und ruhe mich mal aus und scanne mal, was ich hier habe. Achso, du hast auch noch kein Vieh, ne? Nee, aber ich habe eine. Nee, weil sonst wirst du auf Leben scannen. Okay, dann scanne mal. Scanning. Nee, doch, infiziert. Oh, infiziert. Das heißt? Du kriegst eine Larve. Da ist wieder eine. Verdammt! Ich könnte dir den Befehl geben, in den anderen Raum zu gehen. Wo es brennt. Scheiße. Aber du könntest mich hier hinbringen, dann könnte ich den nächsten Schritt in den Computerraum gehen. Das wäre doch gar nicht doof.
Und dann kann ich das Feuer löschen. Ich befehle einen anderen Charakter in deinem Raum, sich in einem benachbarten Raum deiner Wahl zu bewegen. Ja, dann machen wir das doch. Gut, das heißt aber Geräuschprobe muss gewürfelt werden, nee, ne? Da nicht. Dann für den Fall des Spielers. Kann dir da jetzt so gar keine Aussage. So, dann, also ich weiß, wie ich es jetzt spielen würde, weil es ist, er macht eine Bewegung und müsste dann jetzt da eine Geräuschprobe ausführen. So würde ich das sehen. Du zwingst ihn ja nur dazu, eine Aktion bewegen zu machen. Na gut. Also so würde ich es interpretieren. Aber das heißt, dass ich erhebe keinen Anspruch. Aber er hat doch die Reifen. Eben, aber ich habe eine 3 gewürfelt. Das heißt, da kommt einer hier hin. Nee. Nee, da wo du hingehst. Ja. Ach ja, dahin, stimmt. Ach. Ja, direkt alle tot, Ripley alleine. Genau. Also ich laufe dann mal hinter dir her. So. Weit weg vom Feuer. Und ja, und die werfe ich dann ab und mache halt passen. Ja, das heißt, wer ist dran, hat Ripley. Ripley. Ich kundschafte mal da in den anderen Raum. Kundschaft. Also Leute, ich bin immer noch der Meinung, so wie es uns allen hier so geht, ich weiß noch mal auf Ripley hin. Weißt du, was das Traurige ist? Die zwei Rettungskapseln-Dinger sind kaputt. Ja, ja, das ist, ich hoffe, dass ich jetzt mal irgendwie Reparaturkarte ziehe oder sowas. Und mache ich jetzt die Tür auf oder nicht? Genau, lass die Aliens rein. Ja, die sind ja noch nicht da. Noch nicht. Ich muss noch ein Signal absetzen, das heißt, ich muss... So, Alien, ja, genau, Zeit. Ja, genau. Selbstzerstörung auch. In Raum, in Gang 2, bewegen die sich ins Nest. Ja, war ja wieder klar, dass die alle ins Nest gehen. Und die Königin geht... Königin geht gar nicht. Genau. Warum nicht? Nee, weil die nicht drauf ist. Weil die nicht drauf ist. Ah, okay, sorry. Ja, war ja wieder klar, dass die Viecher sich alle wieder ins Nest zurückbewegen. So, platziert einen Fehlfunktionsmarker in dem erkundeten Raum mit der kleinsten Nummer. Mischt diese Karte dann zurück in den Ereignisstand. Wie viele haben wir denn noch? Das müsste der hier sein. Im Lagerraum. Ich meine, gut, wenn wir alle geflohen sind, ist ja eigentlich auch egal, ne? Aus den restlichen Zielen, oder? Wir sind ja weg. Naja, aber du hast eine Larve an, die du loswerden musst. Ja, okay, das ist das einzige Problem noch. Ich geh da rein. Schwer. Ja, irgendwann muss das ja sein, ne? Irgendwann muss ich ja auch jemanden kriegen. Aber hier auch, guck mal. Ja, ja, stimmt. Mhm. Ein Jäger, das heißt alle Geräuschprobe, ne? Nee. Doch, wie kommt doch raus? Mir. Ach, das war ja links, genau. Hallo! Hallo, Jäger. Na. Hallo. Das Schiff ist einfach voll von fremden Wesen, würde ich behaupten. Captain, wie kommt die nur darauf? Diese Beobachtungsgabe einfach. Kann nicht. Habe ich euch schon gesagt, dass ich in einem von diesen Evakuierungsräumen bin und den gleich reparieren werde? Ich bin dann weg, Leute. Hast du nicht noch eine Larve? Ach ja, verdammt, da war ja noch was. Sag mal, Wissenschaftler, kannst du nicht einfach rausschneiden? So wie so ein Tilner, der Captain geht mit seinem Schiff unter. Ja, genau, das erste Weg. Also die können eigentlich, die Larven, die man sich die aufs Tableau gesetzt hat, die können eigentlich weg. Okay. Die kommen auch nicht mehr rein. Okay. Dann tue ich das hier. Und Greifst du an? Ich überlege gerade. Greife ich an oder flüchte ich? Nein, komm, ich greife mal an. Das ist ganz fies, ich kann in dem Raum sogar nicht machen. Nee, greife nicht an. Das ist so schade. Ich gehe vorsichtig. Da kommt irgendwie Bist du sicher? An. Ja. Was kommt hin? Wo kommt hin? Das Problem ist, ich kann gar nicht in den Computerraum gehen. Und dann öffne ich die Tür. Ohne einen Alien anzuziehen. Nee, ich muss ja die Karten los irgendwie. Ich brauche die anderen. Das kannst du nicht reparieren? Hast du auch nicht, ne? Doch, reparieren habe ich. Ja, dann repariere ich das schon mal. Das heißt, was eine Karte muss oder zwei? Zwei, also. Ja, ja. Mhm. Dann haben wir den schon mal repariert. Dann haben wir schon mal gut. Das heißt, flüchten können wir schon mal. Gute Arbeit. Wenn schon der Mechaniker nichts repariert. Ich glaube, ich habe ihn zuletzt irgendwo da hinten gesehen. Ja, der hat, naja, der hat sich repariert. Ja, oder so, genau. Das stimmt doch gar nicht, dass ich nichts repariert habe. Ich habe doch die Feuerwehrzentrale repariert, damit er den Computer nutzen kann. Ah, okay. Ja, ja, hallo. Hallo. Aber du könntest jetzt deine Leiche holen. Und dass ich nicht getroffen habe, kann man mir jetzt wirklich nicht vorwerfen. Nein, als okay. Nein, das ist richtig. Und Flammenwerfer anzukriegen auch nicht. Er war ja an, aber ich habe scheinbar an die Decke geschossen oder so. Der Raum war im Vakuum gehüllt. Ja, okay. Dann bist du fertig, oder? Ja. Tja,
Die Eier sind so klein, die trifft man. Also zwei zum Rad, weil sonst kannst du auch noch suchen, ne? Nee, die Suchenkarte habe ich ja. Da kostet mich ja zwei Karten. Ach so, ja gut. Obwohl, warte mal, doch. Wo waren Medikits hauptsächlich drin? In grün, ne? Ja. Dann, ist das grün? Ja. Und ich nehme die Militärdroge. Ja, wenn du viele Kontaminationskarten hast, ist die schon gut. Ja, eben. Die müssen beide in Chirurgie und die müssen Feuer löschen. Kann einer von euch Feuer löschen von da hinten? Nein. Ich kann Feuer löschen, ja. Nee. Was denn da? Aber ja, was du hast die Feuer löschen gerade. Ich bin da hinten, ja, im Stich gelassen. Ich komme gleich zu dir. Klar. Wenn das Feuer gelöscht ist. Genau. Lösch erst das Feuer, dann stehe ich bei dir. Obwohl, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn ich jetzt hier reingehe und darüber, ne? Nee, darüber will ich ja nicht gehen, weil obwohl du bist ja nach mir nochmal dran, ne? Andi, du hast gepasst. Ich habe gepasst. Das heißt, ich gehe hier rein, warte, bis du dann dran bist, dann kannst du das Feuer löschen, ich kann da rein und dann können wir uns schon mal von den Viechern befreien. Da brauchst du auch dann rein. Ja. Und ich kann noch einmal... Da muss der Mechaniker irgendwie auch noch dahin kommen. Wieso? Da ist doch die Feuerlöschzentrale. Ist er bei der Feuerlöschzentrale? Brauch ich ja, aber du musst da auch noch in die Chirurgie. Ja, das schafft er. Die nächste Karte wird ein. Ja, jetzt! Ja, ich komme ihm entgegen. Wenn Feuer erstmal gelöscht ist, schafft er das. Wir machen gleich zu dritt das Fiederblatt. Ja, genau, durch. Eben. Wir machen einen Deal. Ich roll's um. Das Feuer dann aus, wenn die Viecher da weg sind. Dann fang schon mal an, dann geh schon genau. Mal vor, wir kommen nach. Ja, genau. Machen wir gerne so. Nein, okay. Aber ich kämpfe nicht gegen Viecher. Also, ich gehe jetzt erstmal. Ich habe auch keine Munition mehr, also. Kann ich gar nicht. Also, ich gehe mal. Hier rein. Falscher. Ich muss schon sagen, was willst du denn anschießen? Schleim? Vollgeschleim bin ich ja schon. Nichts. Doch, du bist vollgeschleim. Doch, du hast Schleim. Ach, dann ist also, das dann jeder Raum. Jeder Raum. Ja. Scheiße. Ja, wunderbar. Das macht die Sache nicht einfacher. Nö. Nee. Und? Nö. Ja, gut, da ist ja schon nicht. All you need is love. Aber ja, so langsam. Dann verdichtet sich das Ganze. Ja, würde ich sagen, ich muss eigentlich schon passen, oder? Das ist na guck mal, wir haben 1, 2, 3, 4, oder soll ich in den Raum gehen und wir machen den gemeinsam platt? Wie viel Munition hast du noch? Drei, ich habe noch 6. Ja, dann haben wir vielleicht eine Xenoleiche, die man untersuchen kann. Genau. Weißt du was, dann mache ich das doch. Ich denke wirklich noch darüber, noch irgendeine Leiche zu untersuchen. Ja, das ist noch ein Ziel, das wir noch erfüllen müssen. Die Mission steht über alles. Sehr optimistisch. Also ich habe noch Deckungsfeuer, das heißt, das können wir ja vielleicht gleich noch benutzen, wenn ich da reinkomme. Also dann würde ich sagen, ich komme da in den Raum, da muss ich ja auch keine Probe machen. Ne? Und dann gehe ich mit einfacher Reparatur da rein. Und das war meine zweite Aktion. Ne? Macht das Sinn? Ja. Weil dann kann ich aber nicht mehr schießen. Ne? Nein. Aber ich, achso, Quatsch, ich bin ja gleich nochmal dran. Genau. Ja, bist gleich nochmal dran, richtig. Ha! Um zu gewinnen, müssen alle Ziele erfüllt werden und mindestens einer der Charaktere muss überleben. Na, dann schauen wir weiter. Das meiste haben wir doch schon erledigt. Gut. Was war dein Ziel? Die Leiche mitnehmen. Das hier. Oh. Ja, ich habe Schiff zerstören und Signal absetzen. Also meine Ziele sind erreicht. Ja, ich muss noch Signal absetzen. Also ich passe schon mal hier auf die Rettungskapseln auf. ja, du musst aber das Fina loswerden. Ja, aber... Boah, ich wich euch an. Ich hole die Leiche und trage die zur Königin. Und lass mich da killen. Ich hab was für dich. Also, ich hab getroffen! Aber die Königin kann ja auch wieder verschwinden. Sehr gut. Ne? Kann sie, ja. Ich hab getroffen. 4. Mop, mop, mop. Sehr gut. Hier, jetzt Ripley. Jetzt eine 2. Ja. Ripley hat's drauf. Da bin ich ja unnötig da reingelaufen. Du kannst nochmal zweimal ballern. Dann werde ich jetzt mal schießen. Na komm schon, irgendwann muss das hier doch tot gehen. Das ist ein Treffer. Ne? Ja, Leute. Toll. Ja. Deswegen nennt man mich Captain. Noch nichts geleistet. Zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Der beim Streichholzziehen gewonnen hat. Die Position. Was macht ihr auch für ein Theater hier? Ist doch alles ganz easy. Dass so einer so eine kleine Leiche. Ein Schuss, ja. Ne? Ein Schuss. Jetzt lieber nur den Kopf dahin legen. Ich könnte nochmal nachladen direkt. Macht da jemand jetzt schon? Füge noch, ja. Ach, bei ist ja noch eine Emotion, dann lade ich direkt mal nach. Wind. Ja, gut. Leute, und ich hol die Leiche. Und ich passe dann. Dann haben alle. Nein, du noch. Vielleicht kannst du schon mal vorgehen.
Ach nee, dann hast du wieder... Genau, geh schon mal vor. Wir lösen dann die Viecher aus, ne? Nicht zwingend. Ich kann aber die Tür zu machen. Das ist nicht doof, genau. Prost. Prost. Jäger gehen in drei. Das ist gar nicht so schlecht. Weit weg von uns. Queen auch? Queen? Nee, nur die Jäger. Schade. Die Jäger scheinen uns auf jeden Fall auf Suche zu sein. Weil die Queen wäre weg. Ja, stimmt. Platziere einen Geräuschmarker in jedem Korridor, der noch keinen enthält und mit einem Raum verbunden ist, in dem ein Charakter mit Schleimmarker. Also im Grunde genommen überall. Wo Charaktere angrenzen. Ja. Ja, mein Raum ist ja schon nett. Jetzt können wir uns fast nicht mehr bewegen. Ja, das war's. Ohne ein Geräusch zu machen. Boah. Ja, sehr gut. Er war 1 zu 3, ne? Boah. Nicht schlecht. Ach, wir haben was vergessen. Zack. Ach ja, und die Selbstzerstörung. Wo ist die Chirurgie? Da. Wir haben noch 3 Runden. Oder 4, ne? Das Problem ist, das heißt, wir müssen mit den Rettungskapseln weg. Mhm. Was anderes bleibt uns da gar nicht. Und vorher die Viecher da los, ja. Ach, das ist auch schwierig. Ich muss die holen, muss die noch da hinbringen. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Ich muss die Leiche, also einer muss auch die Leiche mitnehmen und dann mit hier reinpacken. Hier die Xenoleiche. Ich glaube, es wird sich jemand opfern müssen, damit die anderen fliegen. Ja, damit habe ich weniger das Problem, aber trotzdem muss die Leiche irgendwie dahin. Ja, ich lösche gleich das Feuer. So, jetzt pass auf, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Das Coole ist, du kannst ja schon mal... Nee, warte mal, ach, wir sind erst nach dir dran. Ja, ich werde erst gleich die Karte hier opfern. Alle, dann kann ich die Konfirmationskarte gleich mit wegschmeißen. Ja. Einer von uns muss... Hast du beide Handslots voll? Ich habe nur die Waffe. Weil einer von uns muss den Xeno-Leichen mitnehmen. Das wäre nämlich super, da haben wir schon mal das Missionsziel erfüllt. Dann nehme ich den mit. Damit ich bewege mich vorsichtig hier hin. Damit der Doc... Gib mal einen Husten. Und ich hebe die... Musst du zwei spielen, ne? Wieso? Was nicht? Nee, ich muss zwei spielen. Ach so. Und ich hebe die Leiche auf. Weil ich bin ja verletzt mit meiner Hand. Das heißt, die Kosten aller deiner Aktionen sind um 1 erhöht. Ah ja, okay. Hat schon direkt gepasst? Ich überlege gerade noch. Hm. Ja, gepasst, wie das steht. Aber ich glaube tatsächlich ja, weil es eh nichts bringt. So, das heißt, ich kann ja so oder so schleichen, ist ja egal, es sind ja überall. Ja. Das war meine zweite Aktion. Frag kurz nochmal, warum gehst du rein? Weil ich den Computer... Willst du das Feuer gelöscht haben oder nicht? Ich dachte, er macht das da hinten schon mit der Feuerlöschzentrale. Ach so, machst du das schon? Ja, eigentlich schon. Ach so. Deswegen war ich ganz so verwundert, was? Ja, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Ja, er muss aber trotzdem zu dem Computer, um die Xeno-Leiche zu untersuchen, ne? Ja. Ja, aber die habe ich ja nicht. Ja, die können wir jetzt mitbringen. Stimmt. Wobei ich natürlich jetzt erstmal, du hast keine Larve bei dir, ne? Dann musst du doch die SV nehmen. Weil ich jetzt nämlich erstmal dann die Chirurgie gehe, um die Larve loszuwerden. Sonst verlieren wir nur Zeit. Ja, also muss ich ja so oder so hier raum, um die Leiche zu... Dann müsst ihr die Leiche zu mir bringen. 1, 2, 3 Züge. Dann müssen wir nochmal da rein und wieder zurück. Also ich muss mich ja auch befreien vor dem Vieh. Mhm. Ja gut. Oder? Ja. Wenn du da reingehst, dann kann sie ohne Geräusche zu machen, aber ist dann egal, ne? Aber dann hast du die Leiche direkt bei dir. Ja, aber die Leiche muss ins Labor. Oder sie bringt die dann schon mal da rein. Die Leiche muss ja ins Labor, das heißt, die muss ja hier in den Computerraum rein. Ja, oder wie gesagt, sie bringt die Leiche da rein, damit du nicht hin und her gehst. Dann kannst du hier und dort rein, damit wir die beiden Larven loswerden und sie kann ja da warten. Oder die da hinlegen und du gehst dann weiter und machst den zweiten Evakuierungsraum hier fertig. Ja gut, aber was mache ich dann? Klingt nach einem Plan. Das heißt, die ist ja dann weg, ne? Kann es sein, dass wir gerade nur... Da oben sind noch 2, 3... Also egal, wie ich mich bewege, ein Alien kommt so oder so auf mich zu. Ja, aber es macht Sinn, dass du reingehst, damit du die Viecher loswerden. Beide. Also wenn ich muss aber sagen, wenn ich gewusst hätte,
dass bei dir das eine Oder wäre, also dass man auch das Raumschiff einfach zerstören kann, schon, dann hätte ich das gar nicht erst versucht. Ja, das Oder hat uns verschwunden. Ja, ne? Ja, guter Punkt, ja. Okay. Ja, okay, das heißt, dann gehe ich in den verschleimten Raum. Das heißt, ich muss aber so zwei Karten opfern. Genau. Das heißt, unterbrechen und suchen. Zack. Und ich muss mal gucken, wo. Zwei. Ja, also alle weg. Und mal gucken, was ich jetzt ziehe. Naja, es ist nicht mehr so viel drin. Ja, 1-3 Chance, ne? Sind noch Larven drin? Ja, eine. Und nichts. So, das heißt, du hast... Ja, eigentlich geil. Dann kann ich ja jetzt zu dir... Du kannst jetzt zu mir kommen. Sehr perfekt. Ja. Gut, dann gehe ich mal zu dir. An, ja, obwohl, ja, ich nehme sie mit. Okay. Und dann könnte ich doch jetzt eigentlich mit Schleichen... genau, ins Feuer springen. Ja, wenn du danach noch wieder rauskommst, kannst du es ja machen. Verdammt. Weil ja, du kannst gepasst. Da schon reingehen. Ja, du kriegst ja erst den Schaden, wenn du das nächste Mal passt. Ja, aber ich habe gepasst. Ich mache nichts mehr aus in diese Runde. Wenn ich nicht gepasst hätte, ich habe nur noch dank Kontamination eine Aktionskarte. Das ist sehr wahr. Vielleicht hättest du doch die Leiche mitnehmen sollen. Dann würde ich jetzt mal passen, würde ich sagen. Wäre nicht verkehrt gewesen, das Leiche mitgenommen. Kannst du die Leiche nicht trotzdem noch mitnehmen? Du könntest sie mitnehmen und mit zu mir bringen. Vor allem, wenn es ganz blöd läuft, laufen da jetzt auch noch die Jäger rein. Ja. An der Verbrenze. Also, gehen wir nochmal zurück. Kommen wir nochmal zurück. So, eine Karte auslegen, um die Leiche aufzunehmen. Linke Hand. Weil ich kann nämlich danach da vorne auch die Tür zumachen. Genau, das ist eine gute Idee. Dann nehme ich mal die nächste Suchen, brauche ich eh jetzt hier nicht mehr, ne? Brauche ich nicht mal Deckungsfeuer? Brauchen wir auch nicht mehr. Deckungsfeuer kann doch wichtig sein, ne? Ja. Ausruhen, einfach Reparatur nicht mehr. Dann gehe ich hier rein. Und dann habe ich meine zwei Aktionen gemacht. Also wenn ihr dann hier in die Gegend zieht, ich sag euch dann am besten, wo am besten. Ne? So, ich komme dann mal zu euch. Dann müssen wir ja echt die Spielzeit hinter uns lassen. Ja, dann haben wir das vorher schon, aber. Wieso? Dann fahren wir samstags einmal im Monat zusammen dahin. Das ist tatsächlich das Schlimmste. Und dann gehe ich. Ich komme dir dann ab. Und zum Zocken könnte man das Voyager mal gehen und uns anmelden. Ja. Ein paar Leute kennenlernen. Ja. Rundenmarker. Wir können schlafen gehen. Jetzt können wir schlafen. Toll. Und hier ist. Aber jetzt, wer will das? Und hier sind wir jetzt kurz vorm Ende. Oha, das schafft man nicht. Doch. Wie denn? Guck mal, 1, 2. Aktiviert. 1, 2, 3. Und okay, ohne meine also Leiche. Erstmal darfst du jetzt ein Ereignis ziehen. Ach ja, deine Leiche. Jäger in Raum 2, in Korridor 2. Ach Mann. Doch, ich kann. Ja, wirklich. Warte. Oh nein, wir könnten. Aber die kriegen dann noch Feuerschaden, oder? Ja. Ja. Nee, doch. Der Feuerschaden wird zuerst abgehandelt, dann kommt die Ereigniskarte. Also, diesmal gehen wir mit Klang und nein, Gloria unter. Nein, wir gehen jetzt rein, dann ballern die weg. Nein. Er löscht jetzt erstmal gleich das Feuer. So, platziert einen Fehlfunktionsmarker in dem erkundeten Raum mit der kleinsten Nummer. Misch diese Karte dann zurück in den Ereignis. Wo haben wir diesmal den? Das ist hier oben. Ja. Cool, das heißt, dann kann man das schon mal nicht mehr benutzen. Das war's dann. Oh ja, das auch noch. Scheiße. Was war das? Das war das Labor für die Leichen zu entdecken. Ja. Ja, wir spielen das jetzt erstmal so. Wenn wir hier auf dem Schiff sind, sind die Ziele ja nicht mehr interessant. Wir müssen ja vom Schiff runter. Leute, niemals aufgeben. Was passiert eigentlich? Die Aliens, die haben es, glaube ich, nicht mit Wasser. Fällt mir gerade ein. Die ziehen sich dann, glaube ich, das zurück. Das waren Gremlins. Das, nein, war immer Gremlins, vermehren die sich. Ja, du machst keinen Lärm, wenn du da jetzt reinziehst. Auch nicht schlecht, dann kann ich wenigstens geräuschlos hinterherkommen. Naja, du könntest reingehen und könntest versuchen, ihn nochmal zu töten. Weil das Vieh ist ja schon fast platt. Mhm. Und ich komme hinterher, schieß auf. Könnt mich mal kreuzen. Nee, wieso? Wir können doch weiter da rein. Dann schießen wir ja, rein. Klar, du ziehst auch bestimmt hinterher. Ja, natürlich, ich will jetzt viel Platz haben. Ich muss doch da rein. Ich spiele kooperativ. Ja, ich traue ihm nicht. Er ich habe doch eben, bin ich auch da reingegangen, habe sie gerettet. Ja, ja, das stimmt. Also ich habe eben Symbionten in mir, also dann halte ich sie auf. Gehst du rein? Ja.
Yes. Sehr gut. Ja, was bringt mich? Ich habe einen Symbionten und... Sehr gut. Go, go, go. Go. In zwei Stunden Ja, eben. Die Chirurgie ist gerade fast eigentlich unser wichtigster Raum. Ja. Das ist das Problem. Dann... Achso. Ich... Heroischer Tod. Mit der Pistole, ne? Ja, ich habe noch zwei Schuss. Okay. Und jede Aktion kostet zwei Karten. Ach du Scheiße. So. Alles gut. Hauptsache die Intranet-Karte behalte ich, ne? Ja. Nö. Ja. Nee, triffst nicht. Und ich kann nichts mehr machen. Das ist keine Zweikarte. Nie. Na gut, dann macht's auch keinen Sinn, wenn ich hinterherkomme. Das war mir klar. Also wir könnten auch die Rettungskapseln benutzen. Okay, eine Karte fürs Reingehen, ne? So, dann bin ich mal bei dir. Und dann heißt es mal wieder zeigen, wie man schießt. Was für... Ja, immerhin. Ach, ja, na, der hat so ein scheiß Würfelglück. Nehme ich den dann, ne? Macht Sinn. Ich finde es immer ganz gefährlich, mit Glück anzugeben. Alle weg. Alter! Ja, Moment, alle. Moment, dann ziehen die sich aber zurück. Dann musst du für jeden eine Ereigniskarte ziehen und dann ziehen die sich zurück. Ja. Also die hauen nicht komplett ab. Kommen die nicht weg in den Beutel? Nein. Nee, die flüchten in alle in irgendwelche Räume. Genau. Es sei denn halt wie die Alien in Disney 4. Genau. Oder weil es Ereigniskarten? Ereigniskarten. Da stehen ja die Räume drauf. Und da zieht dann der Erste hin. Eins. Beziehungsweise auch nur der übrigens, ne? Nicht beide? Nee, nur der, den du angegriffen hast. Toll. Eins. Der Feigling, ey. Ich hab ihn jetzt platt gemacht. Ja, hättest du. Drecksam. Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder. Nein. Obwohl, kannst du machen, dann kriegst du einen Angriff. Aber ich könnte auch, lege einen Munitionsmarker ab, wähle dich oder einen Charakter in deinem Raum, der zum zustimmen muss. Diese Figur flüchtet in einen benachbarten Raum, ohne Xeno-Angriffe auszulösen. Auch nicht verkehrt. Wäre für mich eigentlich jetzt perfekt, ne? Super, die Deckungsfeuerkarte. Oder ich halte die noch in der Hand. Halte sie nochmal bereit. Ich habe noch einen Schuss, habe ich noch. Genau, dann kannst du nämlich noch schießen. Und genau. Und danach erstmal, dann heißt es, also, ich muss erstmal leider... Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich nochmal schießen. Ja. Ich kann nichts machen, dann... Oh. Ja, einer muss ja schießen können. Ja, einer von da und einen von deinen. Das ist geil. Double Shot, pass auf, es hatte noch einen Lebenspunkt. Ach so, ja. Oh, fünf. Okay. Hartnäckige Mistviecher. In den Filmen waren die nicht so, die sind direkt geplatzt. Ich bin dran. Ja. Ich habe. Ja, du kommst hinterher und schießt mit. Könnt es mal. Aber wir können es gerne dann ab jetzt so handhaben. Von mir aus. Mir ist es ja egal. Ich hätte gern gelben Gegenstand. Aber schon mal gut zu wissen. Für die Zukunft. Zwei Grüne. Das ist unglaublich, ne? Weißt du, wir sind da im Kampf. Und die machen sich einen schönen Lenz. Und sie geht da einfach mal in den Raum und ich suche einfach mal ein bisschen hier rum. Vielleicht finde ich ein bisschen Schminkzeug oder so. Ja, was? Mein Gott. Ripley. Ja. Was haben wir denn? Spielzeug. Nein, echt? Nee, ich hab Kleidung. Kleidung, ja, passt ja. Typisch. Die geht in die Boutique, ist ja super. Shoppen, alles klar. Geht doch ein bisschen shoppen, ey. Das genau, das bedient mir voll das Klischee. Typisch Frau, ne? Geht shoppen und angesichts der Gefahr. Ja, die Kleidung nutze ich auch direkt und bin jetzt nicht mehr verschleimt. Ich weise nochmal auf Ripley hin. Ja. So. Oh. Da ihr jetzt schon in dem Raum mit Feuer seid, hau ich ab. Ja, zwei Sachen erledigt. Willst du nicht das Feuer löschen? Du wolltest gerade was löschen. Nein. Warte mal, ich habe irgendwie noch... Hast du schon Sprenge den hast du eine Befehlskarte, zwing den Charakter genau, zur Königin zu laufen? Ja, kann man ja nicht machen, ne? So. Also, der Feuermarker wird abgelegt. Juhu! Und, das Vieh haut doch in einem bestimmten Raum jetzt ab. Ja, genau, ne? Da musst du jetzt auch eine Ereigniskarte ziehen und gucken, wo es hin abläuft. Zwei. Ja, dann geht es dem quasi nach. Ach, das ist natürlich super. Das ist schon mal gut. Das ist doch perfekt. Heldenhaft gerettet. Also, hat ja gepasst. Läuft. Ripley. Hm? Wie wäre es, mal irgendwas Vernünftiges zu tun? Du musst den Raum noch auf Null drehen übrigens. Achso, mache ich schon für dich. Guck mal, so nett bin ich zu dir. Oh, danke schön. Ne? Geh mal bitte da rein. Wo rein? Da rein? Ja. Du weißt das hier, so ein Bing. Ja. Warum machst du das?
Weil sie es kann. Sie muss das Signal senden, ne? Ja, ja, muss sie. Ja, da kannst du eigentlich sparen zu würfeln, ne? Obwohl, nein, die kann ja noch dieses X würfeln. Ah, stimmt. Ist ja nicht mehr schleimt. Ne? Nee, richtig. Zwei. Es kommt ein Vieh. So Wahnsinn. Ne? Aber sieh mal an, die gelben sind weg. Fast 4 Stunden. Ja, und doppelt so viel Spaß. Ja, unfassbar, ey. Aber wir merken, wir werden ja langsam ruhiger halt. Ne? Am Anfang so, wui, und jetzt... Eine Larve. Toll. Und du hast noch Karten, oder? Und ich habe noch Karten. Cool. Cool. Und ich bin ja alleine dran und schieße auf den. Ich bin alleine dran. Stimmt, ja. Und du triffst. Ich würde auch versuchen, dass du versuchst, jetzt alleine zu flüchten. Und wir versuchen nur noch, die Ziele irgendwie durchzukloppen. Ja. Weil es muss ja nur einer überleben. Stimmt. Damit wir alle gewinnen. Deswegen. Wir müssen die Leiche, wir kriegen die Ziele nicht mehr hundertprozentig durch. Ja, ich muss aber erstmal die Leiche. Du hast die Leiche noch bei dir? Ich habe aber eine Idee. Die Larve kommt weg. Die muss ja nur in der Chirurgie liegen. Die muss sich nur da befinden. Ah. Du kannst in der Chirurgie sterben. Ich kann in der Chirurgie sterben. Ich muss aber jetzt erstmal passen. Das ist gut. Das ist auch wieder sehr episch, chirurgisch. Mit der letzten Aktionskarte. Ja, eigentlich ist das geil. Ich habe auch eine Idee, wie ich das schaffe. Und ich schaffe das auch. Durch den Monsun. Nee, durch den Korridor. Das hört sich immer gut. Stimmt, du kannst durch die Korridore kriechen. Ja. 7. Und da geht Ans weiter. Wir haben noch 2. Das wird halt echt eng. Das wird knapp, aber machbar. Aber Ripley kann es schaffen. Ja, toll, alle bewegen sich in Raum 3. Das ist okay. Da können sie hin. Perfekt. Ist die Königin nicht jetzt weg? Auch? Ja. Die Königin ist weg. Die geht auch in Raum 3. Ja. Königin ist weg. Die Königin ist weg. Tschüss. Ah ja, stimmt. Ja. Luftschacht. Ich dachte gerade, das heißt, dann siehst du die Königin im Luftschacht wieder. Rein, ne? Ja. So, und jetzt kommt der Höhepunkt dieser Ereigniskarte. Oh Gott. Oha. Entfernt in die Rettungskapsel mit der kleinsten Nummer. Oh nein! Was ist das denn? Ja, da stehen keine Nummern drauf. Das ist ein A. Hier von den hier ist. Meinst du hier finde ich von dem Evakuierungsbereich? Die haben eigentlich Nummern, aber bei der Erweiterungsbox sind da keine Nummern drauf. Achso, dann zieht man doch hier einfach. Wo sind denn hier die Karten dafür? Die wie im Film, der Replay überlebt und der Rest verreckt. Ja. Das wäre schon geil, wenn das klappt. Das stimmt. Das auch mit der Rettungskapsel. Und wenn das nicht klappt, drehen wir uns die Würfel so. Wir müssen nur auf die Rettungskapsel müssen wir noch versuchen, nochmal so ein 4 reinzukriegen. Ja, toll! Ach, das geht leicht. Okay. Super. So, dann machen wir noch die Ausbreitung und dann. Und dann Fortsetzung folgt in Lockdown. Ja. Also wenn wir jetzt alle eine Geräuschprobe machen müssen, wird das übel. Ja, kann ich mal. 4. Passt. Ja, kriegt er was. Läuft. Nicht. Top. Ja, haha. Sehr gut. Aber wie die Spannung auch einfach gegen Ende dann so immer, ne? Das schaffst ist wie, du's, schaffst wie, das ist wie ein Film immer, ne? Das ist so geil. Die Selbstzerstörung hat uns echt das Genick gebrochen. Da hätten wir noch die Zeit ohne Ende gehabt. Das ist so geil. Ja! Läuft! Jetzt versau du's. Moment, ich muss ja erst. Ich hätte ja erst würfeln müssen. Ja, 4. Hast du. Ja, passt. Aber da müssen die Dinge weg. Ja. Was sehr gut so, das heißt, jetzt muss ich ja würfeln, ne? Ja. Obwohl, Bonte ist nicht ganz so dramatisch. Ja, genau. Nicht ganz so dramatisch, ne? Und du hast einen Schleimmarker, ne? Jo. Ja. War da irgendwas Besonderes? Nee, dann ist nur nichts, ist dann trotzdem Lärm. Ja, zack. Ja, du hast schon. Ne? Zack. Zack. Naja, gut. Aber besser als. Ich muss dann jetzt erstmal ein Signal absetzen. I'm sorry, aber sonst kriegen wir die Dings nicht rum. Ja, 2 Karten, ne? Und dann zurück in den Evakuierungsraum. Hast du schon eine Schwäche jetzt erforscht? Oder kommt das jetzt erst? Nee, ich hab noch gar nichts. Ich muss erstmal das Labor ist doch kaputt. Scheiße, dann erfüllen wir das Ziel ja gar nicht. Nein. Ja, dann schauen wir, dann gewinnen wir ja auch nicht. Nö. Aber wenn Ripley weg ist, dann ist das schon okay. Eben, die muss überleben. Aber warte mal, das schaffen wir doch noch. Wie das denn? Der Raum ist doch kaputt da bleibt oben. Bleibt einfach da. Ich muss eh hier bleiben. Ich auch. Ich muss mich ja noch ein bisschen zerschneiden. Ah, nee, schaffen wir nicht. Nee, eben, weil die Rettungskapsel B ist da und A ist da. Und bei A
Ja, wer hat denn die Xenoleiche mitgenommen? Geh mal, der Captain hat die. Ja, dann geh mal bitte in den Kundschaftenraum, in den Schleusenraum. Und leider muss ich damit passen. Aber da wird Geräusche ausgelöst, oder nicht? Nee, sie hat Kundschaft. Ich liebe diese Fähigkeit. So. Ich bewege mich vorsichtig in dem Raum, wo der Flammenwerfer liegt. Und dann benutze ich den Wartungskorridor. Ja, muss damit passen. Ah, bis im Labor aufschlagen. Dann muss ich eh passen. Achso, da kann man dann direkt... Du kannst eventuell in der nächsten Runde kannst du es noch schaffen, wenn... Das ist das, was ich gerade überlegt habe. Ich hätte halt da oben hingekonnt, aber dann ist die Leiche halt nicht da unten. Und dann erfülle ich lieber meinen... Du musst sie in die Chirurgie bringen, ne? Nicht ins Labor, oder? Ja, leider. Schade. Das heißt, ich nehme dann die zwei Karten und gehe dann hier hin, ne? So, das heißt, ich muss aber ja würfeln wegen Vieh. Ist ja hier bei 3, oder nicht? Ja. Das heißt, ich müsste ja entweder ziehen oder würfeln. Was war da jetzt? Weil von da nach da macht ja Krach. Und hier liegt ja, lag ja schon ja, was. Ja, du schleichst ja nicht. Es sind 3 Karten, dann kannst du schleichen. 2. Hat funktioniert. Ja, perfekt. Das ist schon mal gut. Dann ziehe ich nochmal direkt die anderen. Ah, dann ist die Karte wieder weg. Das ist bitter. Weil die brauche ich eigentlich. Für? Zu mir... Ja, aber zu mir brauchst du ja erstmal auch würfeln. Ja, genau. Ja, aber ich brauche ja generell 2 Karten. Weil ich bin verletzt. Für jede Aktion brauche ich 2 Karten. Ja, aber vielleicht haben wir Glück und du musst ja dann eh mischen. Andererseits, Moment, wenn er passt. Ne? Oder jetzt nichts weiter macht. Ja. Dann kann ich kostenlos, also ohne Geräusch zu machen, rein. Ich kann da ohne Geräusch zu machen rein. 1, 2, 3, 4. Ja, das bringt ja nichts, du musst ja da hin. Ja, du musst da lang. Also du musst ja auch hier die Tür kaputt machen und für ihn, wenn er zum Computerraum kommt, dann kann er... Weil du musst dahin, einer muss dahin zum Reparieren. Der Weg ist schneller, wenn du hier durchgehst, dahin, aber da kann ich einmal ohne Geräusch zu machen rein. Also der dahin geht, der muss reparieren können. Ja. Obwohl ich jetzt, warte mal, wie viele Runden habe ich? Ich brauche, wenn, sag mal angenommen, ich würde jetzt hier passen, habe ja 2 Karten. Das heißt, ich würde ja nachher wieder 2 ziehen. Das heißt, dann wären wir hier auf 1, ne? Ja. So, das heißt, dann hätte ich ja 2, 4, ne, ich brauche ja die Karten. Das heißt, ich muss jetzt da reingehen, muss das jetzt machen, aber hier steht ja schon jemand. Da brauchst du keine Geräusche machen. Da kann ich keine Geräusche machen, richtig, so. Das heißt, dann kann ich die nächste Aktion, ziehe ich dann komplett 4 Karten, 2, aktiviere den... Du kannst ja, wenn du dein Zug, du musst ja jetzt passen, ne? Dann kannst du die abwerfen. Ja, genau, die darfst du abwerfen. Ach, da habe ich dann. Ich dachte, das musst du immer hier drauf behalten. Am Ende des Zugs musst du die abwerfen. So, ich dachte, ich habe die immer die ganze Zeit drauf behalten. Also wirklich, wenn du passt, darfst du die auch abwerfen. Ich habe die immer drauf behalten. Das Ding ist, wir müssen jetzt wirklich das Glück haben, dass er dann wirklich. Klar, es ist jetzt viel Glück, aber anders schaffen wir es nicht. Ja. Okay, das heißt, ich werfe dir alles hin. Das ist der Running Gag des Tages. Aber die Waffe brauche ich eh nicht mehr. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, ne? Ja. Ohne Schleichen oder mit Schleichen? Nee. Ohne. Du musst so weit wie möglich kommen jetzt. Wir müssen jetzt einfach auf Glück hoffen. Das ist auch Glück jetzt gerade in dem Moment. Achso, ich wusste nicht, dass ich die am Ende wegwerfen kann. Ich dachte, du müsst jetzt immer draufbleiben. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ja erstmal egal. Das heißt, jetzt weiter, ne? Weiter zu den Kryokammern. Das heißt, du musstest jetzt... Jetzt kommt was. 2, ja. Vielleicht hast du auch Glück und es kommt nur eine Larve. Die kann man ja... Oder nichts. Das wäre natürlich noch schöner. Guck mal, die Glocken läuten zum Untergang. Das stimmt. Achso, ja, da war was. Gut. Ja, gut. Das heißt dann abhauen wieder, ne? Flüchten. Was für eine Stärke? Hast du wieder angehauen? Das ist scheiße, das stimmt. Ja, voll geh einfach so lange, bis du den gefunden hast, ne? Ja, okay, dann macht er zumindest keine Überraschung. Genau, Karten habe ich noch genug. Das heißt eigentlich, ja, wo ich muss. Kannst du die Tür aufmachen? Kannst du die Tür aufmachen? Ist das eine Aktion, die du benutzen kannst? Ja, zerstören ist eine so Aktion. So. Ja, okay. Ich glaube, so hatte ich es hingelegt, ne? Ja, hattest du. Wir haben alle gesehen. Ja,
Ja, ich habe mich daran gedacht, dass ich es natürlich so gemacht. So, dann kann ich die ja zerstören. Ja, zerstören ja. ist eine ja. ohne alles Aktion. Nee. Wir haben ja wieder kaputte Türe. Sehr gut. Und jetzt könnte ich theoretisch noch flüchten. Ja, Moment, du darfst du ja jetzt gar nicht machen, du bist ja zweimal gelaufen. Genau. Nimm die nochmal zurück. Ja. Jetzt war es zu schnell. Ja. Jetzt ist erstmal Jenny. Ich hab gepasst. Du hast gepasst. Ich hab er spielt was. Alleine. Er spielt alleine. Oh Mann, ey. Ich zerstöre die Tür. Was? Das kannst du? Welch Glück, dass die alle gepasst haben. So. Und jetzt können die auch direkt versuchen zu flüchten. Ja, und da sind wir, ne? Also eine Karte, ne? Deckungsfeuer. Leg eine Munitionsmarke ab, wähle deren Charakter und dann kann ich auch ohne was auszulösen. Ja. Ja, mega, dann mach das und doch. Ich hab's alle weggeworfen. Oh. Entschuldigung. Scheiße, okay, die kommt schon weg. Herrlich. Ich bin da. Oh, episch. Oh mein Gott. Das schaffen, wir schaffen sogar echt noch die Ziele irgendwie zu erfüllen, oder? Oh mein Gott. Du kommst, du musst in die Chirurgie, oder? Ja. Perfekt. Das heißt, du hast dein Ziel. Ist Objekt ablegen eine Aktion, das steht hier nämlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt auch passen, ne? Nein. Was? Du hast die Leiche. Ja, und? Ach ja, stimmt, fürs Labor, richtig. Ja, alles gut. So, habe ich auch gepasst. Werfe die ab. Alle Jäger gehen in Gang 2. Muss es mit den Fotos füllen. Aber dass sie sich nicht meldet, wenn sie ausgeht, weißt du? Hat sie ja. Wir haben es nicht gehört. Ja. Nee, normalerweise kriege ich das sofort mit. Das machst du. Platziere ja, ein Fehlfunktionsmarker im Raum mit oder Jägern wohl war die ganze Zeit oder nicht der an. Königin oder Brut. Es passiert nichts! Sehr gut, sehr gut. Die kommt weg. So, passen weg. Karten aufziehen, das heißt mischen. Ja, vorsichtig bewegen bringt mir jetzt gerade nichts. Aber ist ja egal, ich muss ja eh nur noch dahin. Ja, und wenn du stirbst, lässt du die Leiche sowieso fallen. Richtig. Dann, ja, laufe ich da jetzt hin. Werkzeug. Ich hab das Werkzeug, wie geil ist das? Oh. 3. Oh Gott, jetzt mega. Kommt die Königin. Mega, mega. Es wird richtig hart gerade. Ja, du siehst auf jeden Fall die Rettungskapsel. Bevor irgendwann. So viele sind haben wir eigentlich weitergezogen, Leute? Nee, ne? Dam, 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 dam! Ja. Haben wir hier eigentlich. Wollen wir doch schon so noch weiterziehen? Aber durch die Selbstzerstörung ja eh hin. Ja. Okay. Ich bin da reingezogen. Ich leg die Leiche dann hier hin. Wieder ein Ziel erfüllt. Mach ich mal. Das stimmt. Ausruhen. Keine Chance, wir schaffen es nicht. Scheiße. Warum? Weil ich auf jeden Fall ein Vieh jetzt gleich bei mir habe. Warum? Du kannst ja auch Stille werfen. Oder Kralle. Ja. Ja! Was kann schlimmstenfalls passieren? Jetzt muss ich nur die restlichen Patronen gehen, dann finde ich fertig, dann 4. Ne? Und wenn du ganz viel Glück hast, siehst du eh nur die Königin. Was soll da schon großartig passieren? Ich muss in den Raum hier rein. Ja, genau. So, aber jetzt darf ich erstmal würfeln. Und warum machst du nicht mit 3? Du brauchst auch eine. Ja, du brauchst noch 2 für. Mhm. Achso, und dann brauchst du wieder 3, weil du ja die Dings hast. Ne? Richtig. Da ist die letzte Runde, ist definitiv. 4. Na, es kommt was. Ja. Das ist für sie aber nicht schlecht. Genau. Weil sie muss auch würfeln, wenn sie in die Rettungskapsel geht. Mhm. Oh, boah. Sehr schön. Ja, ne? Das Glück ist mit den Dummen. Und jetzt kann ich mit den letzten 2 Karten, drei Karten. Ja, die Aktion machen. Ach nee. Die nee, Leiche ist noch nicht da. Achso, ja, dann. Schaffen wir so. Ach nee, doch, ich. Passen muss ich nicht. Kann ja sagen, doch, dass. Doch. Wenn du nur eine Aktion machst, musst du passen. Der. Warte mal. Nehmen wir das so. Ah nein, ich brauche ja 3 Karten dann, ne? Ist ja egal, wie ich das mache. Tja, das tut mir leid, dann. Bist du auf jeden Fall, sind wir und. Ist egal. Ich versuche da noch dann reinzukommen und dann. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Genau. Also. Das. Musst du dann wirklich passen, wenn du die 2 Aktionen nicht machen kannst? Ja, ja, ja. Du passt? Oder läufst noch irgendwo rein vielleicht? Das bringt mir nichts. Ja, nur so. Das bringt mir so oder so nichts. Weil egal, ob ich jetzt
gehe mit zwei, mit zwei Karten, habe ich immer noch keine Karte, um Computer zu aktivieren. Also ich doch, nur lass irgendwo rein. Nein. Wie gesagt, du kannst doch vielleicht suchen. Was ich cool fände. Nein, da brauche ich halt zwei Karten. Was ich cool fände, wenn du nochmal zu ihr gehst und dann kannst du wenigstens nochmal winken, wenn sie weggeht. Ja. Nee, suchen kostet keine Karte. Das heißt, es würde eine Aktion kosten. Ja, stimmt, dann mache ich das. Dann habe ich immer noch. Ja, dann habe ich aber immer noch. Ja, aber vielleicht kannst du. Vielleicht. Die sind ja genau Wortlaut. Genau, genau. Deine Kosten, alle deine Gegenstandsaktionen sind um 1 erhöht. Gegenstandsaktionen. Das sind Gegenstandsaktionen. Deine normalen Aktionen hätten die ganze Zeit nicht mehr gekostet. Gut, dann. Dann kannst du es jetzt auch noch machen. Schön, warte mal, dann habe ich nur eine Karte, habe ich mir den bewegt. Genau. Ja, dann such doch nochmal. Dann suche ich nochmal. So. Ich bin einfach zu müde. Was brauchst du denn? Gelb. Aber du hättest doch. So, nee. Ja, gut. Lesen kann es vielleicht einen Vorteil, ne? Soll einer mitlesen? Ich nehme die Munition mit. Ja, man weiß ja nie, ne? Ja, guck mal. Ja, gut, aber ich dachte, hier sowas aus, wie hier sowas suchen und so weiter, sind ja Gegenstandsgedöns. Na ja, egal. Übrigens, Leute, Ripley flüchtet gleich und wird uns zurückgelassen. Ist nicht mein Spiel. Du hast nochmal nachgeladen. Nö. Mit der kaputten Hand. Genau, mit der kaputten Hand. Ja, so hier unterm Arm. Ja, okay, dann gehe ich da mal rein. Zerstören, unterbrechen. Ist doch wurscht. Noch was, ne? Okay. So. Ich nichts lesen können. Ach ja, mein Gott, was ich halt verlesen. Ja. Ja, Glück gehabt. Alter. Kralle. Das heißt, ich könnte jetzt Werkzeug benutzen. Ja. Mit einer Karte, ne? Ja. Nämlich nachladen. Ja, dann ist der Raum repariert. Dann ist der Raum repariert. Ey, ich glaub das grad nicht. Trotz widriger Umstände und falsch Karten lesen, haben wir es dennoch hinbekommen. Das wäre natürlich mega, ja. Aber sie muss auch noch flüchten. Das heißt, sie hat auch bestimmt noch eine Karte zu fliegen. Das war dann meine zweite Aktion, ne? Also ich steig da mal in die Rettungskapsel, ja? Ja. Komm, da schaffst du eine 3 oder eine 4. Welche musst du? Eine 2 hast du. Damn! Kommt das jetzt? Mhm. Zieht's mich wieder raus? Mhm. Scheiße. Also, wir gehen mal kurz. Nee, das ist bei mir. Also. Vielleicht hast du auch gar nichts. Ja. Pass auf, es kommt die Königin höchstpersönlich wie im Film. Genau. Und? Die Königin? Nein! Aber ich glaube, das war es dann wirklich. Ja, das ist schwierig. Ja, die macht auch einen Angriff. Ja, wieso? Ja, Überraschungsangriff. Ja. Ja, dann. Bist du drauf? Ja. Das gibt's doch nicht. Mindestens 2 Schildwunden hat Stück. Jeder Charakter in diesem Raum erleidet eine schwere Wunde. Ach, dann. War knapp. Könnte man sagen. Hätte klappen können. Also mein Plan war gut, eure Umsetzung war schlecht. Boah, ey. Ja, okay, dann nochmal ein paar letzte Fotos. Aber ich darf ja nochmal angreifen, ne? Ach, ich habe gar keine Munition mehr. Du kannst hauen. Ja, ich kann hauen, toll. Und wirst infiziert. Wenn ich jetzt nochmal da einsteigen will. Kannst du nicht, solange sie da ist, glaube ich. Boah, was für ein scheiß Ende. Weißt du, alle feiern schon das heroische Ende und dann... Ja. Oder darf man da versuchen einzusteigen? Wenn Xeno da ist, darfst du. Wenn die jetzt weg wäre, wer flüchten würde, dann ja. Aber das macht sie ja leider so, nicht. So, was du hast gepasst, du bist noch dran? Ich wäre noch dran, aber... Ich wäre jetzt auch noch dran. Ich suche. Ja, genau, such doch. So als letzte Aktion, bevor das Schiff zerstört wird. Gehen wir mal. Grün. 2. Kannst du mich noch mal ein bisschen heilen? Nee, kann ich ja nicht mehr. Ich habe keine Aktionskarte. Ich nehme die synthetische Mahlzeit, weil ich Hunger habe. Ja, siehst du, wenigstens noch mal Essen zum Schluss. Henkers Mahlzeit. Nee, ich kann sie nicht mal essen. Naja, aber Scheiße. So, du kannst jetzt ja noch mal wenigstens deine... Ich erfülle meine Mission. Genau. So, die ist fertig. Ich habe übrigens meine Mission auch alle erfüllt. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Werde nicht? Ich auch. Ja, dann haben wir es ja geschafft. Nee, jetzt muss ja einer überleben. Nein, das heroische Ende der Crew, die sich einfach geopfert hat, damit das Schiff nicht mehr ankommt. Aber eins haben wir auf jeden Fall geschafft, wir haben die Mission geschafft. Richtig.
Wow. Toll. So, ich bin noch dran. Was könnte ich denn noch machen? Sterben. Ich könnte Deckungsfeuer machen und zerstören. Versuch du doch noch dahin zu kommen und zu flüchten. Der Raum muss repariert werden. Ja. Eins, zwei, ja, schaffst du nicht mehr. Scheiße. Weil den Raum hat keiner repariert. Das wäre es ja jetzt gewesen. Das wäre ein bisschen episch gewesen, ja. Wenn ich jetzt reparieren hätte. Warte mal. Ich könnte reingehen. Genau, einer von euch kann reparieren und der andere kann flüchten. Warte mal, ich habe ja noch eine Karte. Das war ja meine erste Aktion, ne? Mhm. Warte, ich gehe hier. Ja, aber dann kannst du nur hingehen. Ja, aber da kann er nachher vielleicht gucken, dass er zu mir kommt. Ja, aber das kostet ihn ja trotzdem eine Karte. Ja, und reparieren kostet zwei Karten, ne? Und reingehen auch wieder. Und die Raumaktion kostet ja trotzdem zwei Karten. Scheiße. Schade. Also, reicht nicht mehr. Hm. Weißt du was, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal hier hin. Das ist Abendmahl, ja. Ja. Glück, gell? Das ist unfassbar. Und werde einfach mal in der Kantine zum Schluss nochmal gönn dir ein bisschen. Ich werde jetzt einfach nochmal ein bisschen was essen. Ich zocke. Dann hättest du noch zwei Karten gehabt. Bin ja durch. Dann hätte ich eigentlich noch eine andere Idee gehabt, statt zu suchen. Fuck. Tja, was also, denn? Ich hätte da hinlaufen können. Und ah, nee, ist ja ein Kampf. Okay, hat schon. Ist ja eh ein Kampf. Achso, zu dir locken? Ja. Hm. Aber geht ja nicht, wenn es ein Kampf ist. Tja, dann war das heroische Ende, ne? So, dann haben wir. Ich hab gepasst. Ich hätte haben alle gepasst? Also, ich hätte theoretisch weggehen können. Du hättest sie da hinlocken können. Aber dann machst du ja. Muss wieder reinsteigen. Ja, ne? Dann muss ich wieder da reingehen. Warte mal, eine Karte habe ich noch. Ja, das reicht nicht. Na, schade. Warning. Evacuate. Ja, ja. Starting. Code Red. 5, 4, 3, 2, 1. Was für ein Scheiß. Ja. Ja, Leute. Das war dann der erste große Film, nehmen Sie es der Film. Es ist nicht ganz das Horrorspiel geworden, es war dann doch ein wenig lustiger. Und dann haben wir noch ein bisschen ernster und. Genau, am Ende haben wir alles noch versucht. Die Ziele haben wir ja auch alle erreicht. Gut, wir haben es nicht geschafft wegzukommen, weil Ripley leider es nicht geschafft hat. Muss ja übrigens sich wieder zurückziehen lassen, ausgerechnet von der Mutter. Genau, richtig. Aber es passt ja wieder. Eigentlich war es wie der Film und fast wie Alien, der Film. Und es hat alles nicht gepasst, aber gut. Ja, Fazit: Es war wieder grandios, es war wieder genial. Ja. Wo gibt es ein Spiel, wie du schon so schön gesagt hast? Wir verlieren und haben trotzdem Spaß und finden es genial. Es schreit nach einer Fortsetzung und wir werden sicherlich dann nochmal schaffen. Irgendwann werden wir auch einen Film schaffen, wo wir auch mal reden. Wollte gerade sagen, wir brauchen einen Film. Sehr optimistisch. Gerade bei Nemesis. Ja, was würde ich dir doch sagen? Das kam jetzt unvorbereitet. So sind wir. Ja, es hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall. Wie ich ja schon gesagt habe, bei Nemesis ist es halt ein Spiel, da verlieren alle und alle freuen sich darüber, dass sie verlieren. Genau. Und war natürlich auch super knapp. Ja. Und die letzte Stunde hat es gerissen. Ja, sie hat uns wenig gebrochen. Ja, es gibt so ein paar Momente, die wir jetzt nach dem Moment anders gemacht haben, die letzte Stunde haben wir ausgeschaltet. Ja, erstmal halt immer schlauer, ne? Aber es hat ja auch was. Ja. Ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend, beziehungsweise Nachmittag bis Abend. Man hat wieder mal die Stunde nicht gemerkt. Ja, richtig. Wir haben jetzt immer, was haben wir jetzt? Ja, war schon wieder 4 Stunden. Ja, viereinhalb Stunden. Ja. War auf jeden Fall sehr spaßig. Hat Spaß gemacht, auch wenn man die Karten falsch liest. Wer macht denn sowas? Ja, keine Ahnung. Schlimm sowas, ne? Ja. Ich hätte das geschafft. Nee, ich war auch nicht geschafft. Es hat ja keinen Vorteil gebracht, oder so nicht. Aber es hat Spaß gebracht, definitiv. Ripley? Ja, Entschuldigung. Genau, du warst geschuldet. Die ganze Zeit hält sie von Aliens fern, ne? Und dann zum ja, Schluss. Die ganze Zeit zieht sie kein Alien. Und ja, ganz am Ende, wo es wichtig ja ist. Ja. Ja. Also wie ihr seht, wir haben riesig Spaß gehabt. Schreibt nach einer Fortsetzung, Wiederholung und das wird sicherlich kommen. Auf einem anderen Raumschiff, was identisch aussieht. Ja, vom Bord an. Ne? Gerne Rückseite. Ja. Es gibt eine Rückseite. Stimmt, ja. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit der Rückseite. Hat Spaß gemacht. Abonniert, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Läutet die Glocke, sonst läuten wir euch. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.